Was hast du gesehen, alter Mann? Ungeschnitten. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serienpodcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst noch so für Streamingdienste gibt. Vor mir sitzt die größte Sau. Boah, voll streamen aus. Ich hab keine Ahnung. Eigentlich wollte ich sagen, das größte Monster im Podcast-Gewerbe, aber ich hab's irgendwie egal. Weißt du, warum ich das erinnere? Die Größe. Ein King of Queens. Wo Doug die Karte schreiben will, in den Drugstore von Gary. Du fetter Berg, Liebesfleisch. Ja. Ah, Mann. Die Größe. So. Ja, gut, ja. Dann ist das jetzt auch raus. Ah, herrlich, der war richtig gut. So, wir haben heute ein paar Comichelden, harte Tragödien, kleine Leute mit großen Träumen und riesengroße Monster. Unter anderem halt Schultzilla. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Oh wei, Alter. Gut, ich habe letztes Mal angefangen, du fängst dieses Mal an. Okay, alles klar. Also mein erster Film ist die Vorhersehung von 2017 mit Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan und Colin Farrell. Also erstmal was ich sehen lassen kann, denke ich mal. Der Film geht 102 Minuten, ist ab 16 freigegeben. Und darum geht's. Bei den Ermittlungen zu einer Reihe mysteriöser Mordfälle tappen die FBI-Agenten Joe und Catherine im Dunkeln. Daher beschließt Joe, seinen alten Freund, dem Psychoanalytiker Dr. Clancy, um Hilfe zu bitten, da dieser hellseherische Fähigkeiten verfügt, die schon entscheidende Hinweise in dem ein oder anderen kniffligen Fall gesorgt haben. Obwohl Clancy anfangs zögert und Crows ihre Zweifel an den angeblich übersinnlichen Kräften äußert, willigt der Arzt ein, Joe und seiner Partnerin zu helfen. Die Verfolger müssen jedoch feststellen, dass der mysteriöse Täter bei der Verwirklichung seines perfiden Plans in jeder Hinsicht überlegen zu sein scheint. Mhm, okay, ja, spannend. Aha, aha. Ist auf jeden Fall spannend. Ist ein Film, der wirklich oberschlechte Kritiken bekommen hat. Okay. Also wirklich grauenhaft. Der Metascore ist da wirklich im roten Bereich gewesen. Mhm. Ich muss dazu sagen, für mich absolut unnachvollziehbar. Ich finde diesen Film richtig cool. Ich sag nicht, dass es ein perfekter Film ist, aber es ist ein Film, der so auf so einer Thriller-Ebene basiert, weißt du? Nicht mehr dieses, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen eingeschlichen hat. Thriller sind ja nur noch ab 12 und alles wird ja Fantasie überlassen, weißt du? Und nichts mehr wird immer gezeigt. Der geht wieder so ein bisschen back to the roots und ist auch wirklich so ein echter FSK 16-Thriller, so in etwa wie 7, ja? Also nicht auf deren Level natürlich, ne? Aber da wird halt auch drauf gehalten, was zu sehen, was du sehen willst, siehst du auch, weißt du, sozusagen. Mhm. Der ist schon blutig, überraschend blutig. Und meiner Meinung nach ist es so, dass der Film sich halt thematisch an eine Geschichte rantraut, die der ein oder andere, ja, vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen lässt, ne, weil es auch um so ein, was man erst gar nicht glauben mag. Es geht so um Sterbehilfe, ist so das Thema. Ah, okay. Ja. Zum großen Teilen, und das ist schon ein mutiges Thema und da wird auch ein mutiges Fass aufgemacht, weißt du so, und das mutige Fass wird Schluss auch endlich am Ende wirklich einen Deckel draufgesetzt, weißt du? Mhm. Also es ist schon ziemlich krass und damit kommt vielleicht nicht jeder klar, ich weiß nicht, vielleicht wird es deswegen so ein bisschen verachtet oder so, weißt du? Genauso kann ich mir vorstellen, dass diese teils sehr esoterische Bildersprache in Kombination mit der Musik vielleicht ein bisschen sauer aufstößt, weil es doch sehr künstlerisch dargestellt ist, teilweise so die Morde und sowas und wie das halt in Rückblenden sich so rekonstruiert wird, sozusagen durch seine hellseherischen Fähigkeiten. Ah, ah. Aber im Großen und Ganzen habe ich damit kein Problem gehabt und fand den wirklich sehr spannend, den Film, und habe echt so auf die Auflösung so hingefiebert, weißt du so? Hm. Also mich hat der wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Aber hattest du jetzt mal geguckt, was für Gründe das denn gab für die schlechten Kritiken? Nee, ich habe mich da tatsächlich gar nicht so weit damit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe halt nur gesehen, schlechte Kritiken. Ich hatte mal irgendwas gelesen von, dass der interessant anfängt, aber irgendwann den Faden verliert. Das war so, was ich gelesen hatte.
Ja, sehe ich halt nicht so, weißt du, also mich hat er halt auf Trab gehalten, weißt du, auch wenn natürlich am Ende nicht alles völlig perfekt beendet wurde in dem Sinne, außer dieses eine Thema, finde ich, da wurde wieder ein Deckel drauf gemacht, meiner Meinung nach, ist es trotzdem ein Film, der, die Auflösung war völlig in Ordnung und vor allem, wie gesagt, hat er mich streckenweise so unter Spannung gehalten, dass er bis zum Ende durchgehalten hat, weißt du, und das ist ja auch wichtig bei so einem Film, gerade bei einem Thriller, ne? Dass die Spannung da auf jeden Fall nach oben gehalten wird. Also der ist auch beim Publikum deutlich besser angekommen als bei professionellen Kritikern, weißt du? Das ist ja so ein typischer Fall. Ja. Naja, das kennen wir ja schon. Aber Aber ich finde halt, der Cast ist der krass, Cast ist oder? auf jeden Fall mega geil. Ich würde jetzt mal sagen, dass die mit Colin Farrell da so werben, ist vielleicht so ein bisschen Marketing, ja. Weil Colin Farrell ist natürlich eine tragende Rolle in dem ganzen Ding, aber spielt halt doch relativ wenig Screentime mit halt. Also für mich ist da Jeffrey Dean Morgan ganz klar die zweite Hauptrolle. Also absolut. Der ist auch stellenweise wirklich so, wo du so ein bisschen über ein paar Sachen nachdenkst halt. Ne? Also Jeffrey Dean Morgan spielt auch, finde ich, gut. So, der macht einen echten guten Eindruck. So ein völliger Kontrast zu seiner Nebenrolle. So. Er so ein guter Typ, so ein herzlicher Typ, ne? Der es eigentlich nur gut meint und trotzdem irgendwie abgestraft wird mit so ein paar Sachen. Und der finde ich, hat er gut gemacht. Anthony Hopkins. Das ist halt so ein Typ, ne, den guckt man viel zu selten, aber wenn man den dann sieht, der ist halt unvergleichlich, der Typ, ne? Also das ist Naja, halt, das der stimmt. hat ja diesen gewissen Blick in den Augen halt, ne? Also dieses gewisse Etwas einfach, ne? Und das ist Wahnsinn. Wenn der dich einmal schief anguckt und so ein bisschen die Lippe hochzieht zum Lächeln, dann ist schon krass, weißt du so? Ja. Ja. Ja, also ich kann den Film wirklich jedem empfehlen, der so auf düstere Thriller steht, vielleicht auch so ein bisschen mystischen Touch drinne. Ne? Also es wird auch zum Beispiel oft gesagt, und das finde ich halt wieder gut, es wird nicht so überspektakulär aufgebauscht, dass er da so hellsichtige Fähigkeiten hat, weil er sagte das eigentlich mehr so, das ist sowas wie eine Sonderausstattung, er hat eine Sonderausstattung gekriegt für Leute, die das eigentlich Instinkt nennen, weißt du so? Und das finde ich eigentlich ganz cool so, dass es mal so erklärt wird, dass es nicht so ganz abdriftet, weißt du so? Aber es hat halt diesen mystischen Touch. Es ist ein düsterer Thriller und man sollte sich vielleicht manchmal einfach von Kritiken auch nicht abschrecken lassen und sich seine eigene Meinung da halt bilden. Und ja, ich habe ihn auf Blu-ray gesehen, ich habe ihn auf Blu-ray geholt, aber den gibt es tatsächlich bei Prime. Also den kann man sich da angucken. Cool. Ja. Aber jetzt mal zu einem Film, den du vielleicht auch noch gucken möchtest, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich muss sagen, er Ja. war ziemlich belanglos, aber ging übelst durch die Presse, und zwar New Mutants. Und in dem geht es um fünf Jugendliche, die in einer Einrichtung festgehalten werden, und jeder von diesen Jugendlichen hat irgendeine Fähigkeit, halt, ja, wie die X-Men, von denen Ah. dieses Ding ja eigentlich stammt. Da gibt es ja auch eine Comicvorlage zu. Und die werden, wie gesagt, da festgehalten von, ja, so einer Frau, die irgendwie Psychologin und Pflegerin und Ärztin, irgendwie alles auf einmal ist. Und die sagt zu denen immer: Pass auf, wenn ihr euch hier ganz nett und lieb anstellt, dann kommt ihr eventuell irgendwann in die Villa von Charles E. Xavier, also dem Ober-X-Men. Und dann werdet ihr halt darunter gebracht. Und das glauben die auch im ersten Moment, aber man merkt ganz schnell: Okay, irgendwas läuft da falsch. Und ja, und es wird in dem Film sozusagen dieser Werdegang beschrieben, wie diese fünf Teenies hinter dieses Geheimnis kommen, was nun wirklich in dieser Anlage da oder in dieser Anstalter Phase ist. Und das Problem an dem Film ist einfach, und das ja, ist von der Sache her war ja abzusehen, der Film ist halt weder Fisch noch Fleisch. Also er würde gerne ein bisschen Horror sein, aber kriegt es nicht auf die Kette, weil er dafür einfach zu lieb und nett ist. Und auf der anderen Seite ist er aber auch kein richtiger Marvel-Actionfilm sozusagen, weil er halt dafür zu wenig davon hat. Der hat zwar ein bisschen gegen Ende raus, so ein bisschen CGI-Bombast und Rumgekämpfe und Rumgefliege und so ein Kram, aber das ist halt von beiden Welten sozusagen einfach zu wenig, als dass es irgendwas davon ist. So, weißt du? Und er ist auch langweilig. Das kommt noch oben drauf. Die Darsteller, muss ich sagen, sind eigentlich ganz cool. Überrascht hat mich allerdings, dass die Anya Taylor-Joy, über die wir ja auch schon geredet haben, im Damen-Gambit, und die ich in der Serie richtig cool fand, die ist hier bei New Mutants unfassbar nervig, weil die halt so diese Ober-Teenage-Zicke spielt und das aber
auf eine unfassbar nervige Art und Weise. Also nicht so, dass du denkst, boah, was für eine schauspielerische Leistung, sondern du denkst die ganze Zeit nur so, halt dein Maul und verpiss dich von der Leinwand. So, weißt du? Okay. Also ganz, ganz krass. Dann haben wir noch Maisie Williams, die natürlich, ja, aus Game of Thrones kennt man die, die kleine Arya. Und die fand ich komischerweise richtig cool. Also bei Game of Thrones ging die mir am Ende übelst auf den Sack, muss ich sagen. Ah. Aber hier bei New Mutants fand ich die richtig cool. Die war halt ein nachvollziehbares Mädchen halt, ne? Die war jetzt nicht übelst erwachsen, die war aber auch kein kleines Kind mehr. Die war halt so ein Teenager-Mädel, die halt ihre Probleme hat und wie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll und sich so ein bisschen verloren fühlt. Und das spielt ja halt richtig cool, finde ich. Also die ist nicht nervig, sondern die ist halt nachvollziehbar. So. Und dann haben wir noch Charlie Heaton. Den kennt man aus Stranger Things. Das ist der Will, glaube ich, heißt er. Will? Ja. Jonathan? Sagt mir was. Der immer den, der wirkt so ein bisschen emo-mäßig. Der wirkt immer so übelst niedergeschmettert, der Typ. Ja, der spielt auch mit, aber auch nichts Besonderes. Im Grunde spielt er genau denselben Emo wie bei Stranger Things. Also, ja. Okay. Muss man nicht gucken. Den gibt's bei Prime für einen Fünfer. Aber. Also das Ding ist, der Film ist einfach belanglos. Also ich habe den in der letzten Folge auch vergessen zu erwähnen, weil der einfach so vergessenswert ist, der Film. Der ist nicht übel scheiße, der ist aber halt auch nicht gut. Also der ist so einmal geguckt und dann ist er auch schon wieder verschwunden aus dem Gedächtnis halt. Ne? Der hat nichts, also wirklich gar nichts, woran man sich dann irgendwie erinnern könnte oder vielleicht auch wollte. So, da ist halt gar nichts dran. Ganz ja, vor allem hätte man im Grunde wahrscheinlich auch viel mehr aus dem Thema eigentlich machen können, ne? Definitiv, also gerade so ein Irrenanstaltsthema und ich habe auch ein Buch gelesen von Stephen King, was von der Sache ja auch so ein Fass aufmacht halt, ne? So eine Irrenanstalt, da sind da irgendwelche Kids drin und ein paar haben halt irgendwelche Fähigkeiten und die werden aber irgendwie, weiß ich nicht, so seelisch misshandelt und ausgenutzt und bla bla bla. Da kann man so geilen Scheiß mitmachen eigentlich, aber machen die halt hier nicht. So. Und der komplette, in Anführungsstrichen, Horror oder was die auch immer da als Horror halten, ist halt alles so CGI-Blödsinn und sieht alles so kacke aus und so. Also das ist so, das ist alles blöd. Naja, das stand halt sowieso alles unter keinen guten Stern bei dem Film, ne? Also das ist sowieso eine langwierige Geschichte, die völlig nach hinten losging. Ja, also der Film ist so die Definition von Produktionshölle. Ja. Weil dass er schlussendlich überhaupt noch rauskam und dass er sogar im Kino lief, grenzt ja schon an Wunder eigentlich, ne? Ja. Also, ja. Das Ding. Hätte eigentlich so ein Direct-to-Video-Ding werden müssen. Eigentlich schon, ja. Das Ding ist aber, man merkt immer so ein bisschen, also, man ahnt irgendwie, da steckt was drin halt, ne? Da hätte was richtig Geiles bei rumkommen können, aber dann hat der Film so dauerhaft die Handbremse angezogen, habe ich das Gefühl. Also, als ob die vorher nicht genau wussten, wollen wir es jetzt durchziehen mit richtig Horror oder lassen wir es bleiben? Und dann ist es immer so ein Hin und Her halt. Also, ja, einfach nicht gut. Der Film weiß selber nicht, was er sein will. Ich hab's mir halt schon fast gedacht. Also, der steht jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Watchlist, sag ich mal. Ne? Ja. Also, ich hab's mir wirklich. Es wäre ein Wunder gewesen, hättest du mir jetzt gesagt, so, ey, wieder erwarten, ist der voll Bombe. So, ja? Nee, ist er nicht. Also, der ist zu Recht wahrscheinlich so lange verschoben worden und hätte eigentlich auch nicht in die Kinos kommen sollen. So, den hätten sie gleich irgendwie bei Netflix oder Prime oder was gleich für Umme so rausfeuern müssen. Naja. Gut, dann haben wir ja den ersten Rock-Reviewer schon. Ja, so schnell kann es gehen. Es ist sowieso krass, war. Also ich meine, gut, ist jetzt zwar nicht im X-Men-Universum angesiedelt, aber hat ja nun mal auch was damit zu tun, wie schnell dieses Franchise eigentlich in den Boden gestampft wurde, oder? Naja. Also das ist schon unglaublich. Die letzten, seit Apokalypse läuft ja dann wirklich gar nichts mehr. Ja gut, aber ich sag mal, seitdem Disney das Ding jetzt gekauft hat, brauchen sie auch nichts mehr machen. Also jetzt fängt der ganze Spaß ja höchstwahrscheinlich auch wieder von vorne an, nehme ich jetzt mal an. Ja, klar, jetzt nicht mehr, aber davor, man hätte ja das Franchise nicht so enden lassen müssen, ne? Nee, also das will ich nicht. Schon gerade nicht nach Zukunft des Vergangenheit, ja, ne? Ja. Der nun mal großartig war. Der war cool, Da hätte man nicht weitermachen müssen mit den nächsten zwei Filmen, so, ne? Mhm. Ja. Naja, egal. Marvel, das MCU, Disney wird schon regeln. Gut, hast du was zu sagen oder warst du fertig? Ich bin fertig, von mir auf jeden Fall keine Empfehlung. Gucken auf eigene Gefahr. Ja, okay, hört sich ja schon mal schlecht an. Gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich gesehen,
The Tall Man, den habe ich auch schon länger auf dem Schirm gehabt. Der ist mit Jessica Biel von Pascal Laugier, der Matthäus gemacht hat. Geht 105 Minuten, ist ab 16 freigegeben. Und ich weiß leider nicht, wo es den gibt. Ich habe da jetzt leider nicht recherchiert. Ich habe den auf Blu-ray geguckt. Deswegen vergesse ich den ab und zu auch mal was aufzuschreiben. Und darum geht's. In einer einsamen Bergbaustadt ist das Leben nicht wirklich aufregend. Doch dann passieren merkwürdige Dinge und die Bevölkerung wird in helle Aufregung versetzt, als plötzlich nach und nach die Kinder der Stadt verschwinden. Es hält sich das Gerücht unter den Einwohnern, dass die Kleinen von einem unheimlichen Wesen entführt werden, welche sie nur den Tall Man nennen. Julia steht der Sache jedoch skeptisch gegenüber und mag nicht an übernatürliche Wesen oder dergleichen glauben. Doch auf einmal ist sie selbst betroffen, als ihr kleiner Sohn David eines Nachts spurlos verschwindet. Mhm. So, das ist jetzt so eine Story und die kannst du gleich wieder vergessen. Die habe ich jetzt, geschildert und die kannst du komplett gleich wieder in den Sand setzen und ausradieren. Eigentlich war die Handlung, der Handlungsstrang, den ich mir rausgesucht habe, sogar noch länger. Ich habe mir die Blu-ray hinten durchgelesen und habe versucht irgendwie, aber egal was ich dir sage, es ist alles nicht der Film. So, also so. Okay. Warum ich dir das jetzt sage, ist, dass dieser, und das werden die wahrscheinlich mit Absicht gemacht haben, dass im Grunde die ganze Inhaltsangabe von dem Film völliger Murks ist, denn sowohl die Inhaltsangabe, das Poster oder das Cover oder was auch immer, das Filmposter, das Cover von der Blu-ray, dich auf eine völlig falsche Fährte führen. Und das ist, glaube ich, beabsichtigt. Mhm, ne? Weil dieser Film ist schlichtweg kein Horrorfilm. Das ist kein Horrorfilm. Das hat mit Horror nichts zu tun, dieser Film. Ja? Im Grunde ist es erstmal so, dass der Film dich die erste Hälfte komplett veralbert, dich als Zuschauer verarscht. Ja? Also wirklich, das ist übelst krass. Ne? Da kommt sowas 0815-mäßiges, so eben auch die Story klingt. Ich finde, die klingt 0815. Mhm. Und genauso 0815 ist die Hälfte des Films ungefähr. Sagen wir mal ein bisschen weniger als die Hälfte des Films. Ja? Und dann kommt plötzlich eine Wendung, die so dermaßen krass funktioniert und dann kommt nach 15 Minuten noch eine Wendung und dann nach 15 Minuten noch eine und am Schluss kommt einfach kurz vor Ende, 5 Minuten vor Ende, kommt einfach noch eine Wendung und die funktionieren alle. Also der ganze Film hat nur Wendungen und Kniffe und funktioniert auf mehreren Ebenen super, ausgezeichnet. Ja. Okay. Also wirklich großartig. Ich kann leider auch gar nicht so viel dazu sagen, weil das würde ich ja hier komplett spoilern. Ja. Problem ist hier wieder, dass viele Zuschauer den gar nicht so gut finden. Ich glaube, das ist denen nicht angenehm, dass es kein Horrorfilm ist, ne? So wie er sich verkauft. Also du hast jetzt auf dem Cover Jessica Biel drauf und da hinten hast du eine riesen Gestalt mit einer Kapuze, eine riesen schwarzen Gestalt mit einer Kapuze. Ne? Mhm. Die Inhaltsangabe klingt nach einem typischen 0815 Horrorfilm. Das schmeckt den Leuten natürlich nicht, dass sie dann halt keinen Horrorfilm bekommen. Ne? Aber genau das hat für mich wieder übelst den Wert des Films ausgemacht. Ne? Also ich am Ende da saß und dachte so, wow, Alter, das Ding hat mich mal völlig abgeholt und völlig kalt, also so völlig kalt erwischt halt, ne? Und mich total verwirrt und mich auf eine völlig falsche Fährte geschickt, weißt du so? Ja, ja. Aber ich glaube, die meisten gehen ja auch ran, wenn sie halt Pascal Laugier hören, haben die natürlich sofort Martyrs im Sinn und erwarten halt auch wieder sowas halt, ne? Du, absolut, da keine Frage. Das wird auch wahrscheinlich der Grund sein, wie gesagt, dass die es halt nicht gut bewerten halt, ne? Es ist nicht nur der Regisseur, es ist halt, wie gesagt, alles. Ich habe jedes scheiß Poster gegoogelt von diesem Film. Mhm. Es sieht alles nach Horrorfilm aus. Mhm. Jedes scheiß Poster sieht so aus. Ja, der Film wurde im Trailer so vermarktet. Ich habe mir den Trailer vorher und nachher nochmal geguckt. Der Film ist definitiv so vermarktet worden wie ein Horrorfilm. Mhm. Weißt du so? Ich denke aber nicht, dass es halt ist, um Leute anzulocken. Ich glaube, dass es die Masche war, um dich halt wirklich in die Irre zu führen. Und weil es eben auch die erste Hälfte des Films ja eben macht. Weißt du so? Ja. Deswegen glaube ich, war das mit Absicht gewesen und hat bei mir total gezündet. Bei mir und meiner Freundin hat es übelst gezündet. Also wir haben am Ende zwar da gesessen und so, krass, das war jetzt aber kein Horrorfilm, aber auf der anderen Seite dachten wir auch so, mega cool, Alter. Also eine mega geile Geschichte. Ja, da steckt auch richtig was hinter, weißt du so. Das ist sogar eigentlich eine recht traurige Geschichte, wenn man das so sieht. Denn am Ende kommt nochmal ein Kniff, wo du plötzlich gegen Jessica Biel sein könntest, um dann nochmal einen Kniff zu kriegen, der sie wieder ins rechte Licht rückt. Man könnte jetzt denken, das ist mal alles zu viel, aber nein, es funktioniert tatsächlich. Jede Wendung, jeder Kniff in diesem Film funktioniert fabelhaft. Und das macht den Film wirklich zu was ganz Besonderem, meiner Meinung nach. Okay. Ja, cool. Also hätte ich nicht gedacht, weil der Name Tall Man hört sich für mich aber auch erstmal an wie, weiß ich nicht, Slenderman oder so.
Ja, absolut. Ja. Und den habe ich ja gesehen und der ist halt unterste Kanone so. Ja. Wenn man jetzt natürlich den Namen Pascal Logis hört, dann jetzt mal abgesehen davon, ob das jetzt ein Horrorfilm ist oder Splatter oder was auch immer oder Drama, da erwartet man von der Sache ja doch schon einen guten Film, so, ne? Wo aber auch mehr hintersteckt, als eigentlich draufsteht. Ist ja bei Mathieu für mich auch so. Ja, das Ding ist halt einfach, du hast recht, also The Tall Man hört sich eben genauso an. Das Ding ist, dass The Tall Man halt diese Legende ist, ne? Und die wird da halt übelst aufgepusht. Das ist halt das Hauptthema, dass das, der Tall Man wirklich da ist oder nicht. Weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und man denkt halt, ja gut, der entführt halt Kinder, so das typische Klischee-Ding halt, ne? Die verschwinden und bla bla, sind irgendwo in einer Höhle oder keine Ahnung, du weißt es so. Dem ist aber halt überhaupt nicht so. Also wirklich, dieser Film hat einen ganz anderen Ausgang, einen völlig anderen Storyverlauf. Auf den wirst du von selber einfach nicht kommen, garantiere ich dir. Also es ist irgendwie, glaube ich, nicht machbar, dass jemand vorher sagt, ach ja, dahin führt der, weißt du? Naja, ja. Also das ist schon geil. Es entwickelt sich halt zu so einem richtigen menschlichen Drama tatsächlich, ja. Also was du wirklich nie erwartet hättest. Also wie gesagt, der Film hat schlussendlich, wenn du ihn zu Ende geguckt hast, der hat nicht ein Fetzen mit Horror zu tun. Hm. So ist es einfach. Okay. Und das fand ich extrem geil, hat mich überrascht und abgeholt, ne? Und deswegen ist es für mich ein besonderer Film einfach, ne? Eben weil er mich so überrascht hat und mich so abgeholt hat, weißt du? Ja, nicht schlecht. Also, gibt es eigentlich von Pascal Logis jetzt noch irgendwie, also gibt es garantiert, aber was sind denn noch von den Filmen, die man jetzt unbedingt gesehen haben muss eigentlich? Weil ich kenne ehrlich gesagt auch nur Martyrs von ihm. Nee, der hat noch gemacht, den habe ich auch gesehen. Der war aber lediglich okay, sage ich mal. Also viele feiern ihn total ab, aber ich fand ihn jetzt nicht so geil. Also, ja, okay, aber wie hieß denn der? Ghostland? Ja, Ghostland, genau. Den habe ich noch gesehen. Das war der letzte, glaube ich, ne? Von ihm? Ja, der war auch okay an sich. Also, es war jetzt kein schlechter Film, aber da war Matthäus und Tallman fand ich da um einiges besser. Ja. Also Tallman kann ich jeden ans Herz legen, der vielleicht mal völlig überrascht werden will. Also es gibt ja Filme wie ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Hier Hereditary. Ja, Hereditary, so. der ja auch ein menschliches Drama beinhaltet, ne? Mhm. Aber schon die gerade Linie legt, um halt ein Horrorfilm zu sein, finde ich trotzdem, ne? Also zu einem gewissen Grad, ne? Naja, ja. Während The Tall Man genau die andere Richtung einschlägt und dir erstmal vors Gesicht klatscht, nein, das bin ich eben nicht, weißt du so? Mhm. Und das macht es halt auch eben so besonders. Also wer darauf steht, auf so einen Kniff und ein paar Wendungen und auch eine Jessica Biel sehen will, die tatsächlich überzeugt, dann kann ich den Film auf jeden Fall nur empfehlen. Okay, cool. Ja. Ja. Ich finde sowas immer ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn so ein Film absichtlich, warum auch immer, halt irgendwie falsch vermarktet wird. Ich finde sowas irgendwie, ist halt Kacke halt, ne? Weil Leute natürlich mit falschen Erwartungen in diesen Film gehen oder sich ihn angucken und dann den Film eventuell gar nicht schlecht finden würden, wenn das Richtige draufsteht, so, ne, wenn sie sich erstmal moralisch darauf oder seelisch und moralisch darauf vorbereiten könnten, was sie denn jetzt gucken, so, also. Da bin ich im Grunde eigentlich immer zu 100% bei dir. Das Problem ist, wenn du den Film siehst, wirst du ganz schnell auch Probleme merken, und zwar, wie willst du diesen Film vermarkten, weißt du? Denn er gaukelt dir ja eigentlich genau das vor, was du im Trailer zu sehen bekommst, für die Hälfte des Films, um dann halt eine andere Richtung einzuschlagen halt. Ja. Wie will man das vermarkten? Wie will man das in einem Trailer klar machen? Weißt du so? Ja, ja. Ohne zu spoilern, weißt du, wie ich meine? Ja, schwierig. Also hier gestaltet sich die Sache tatsächlich ein bisschen schwieriger, als es sonst so ist. Wie gesagt, normalerweise bin ich da voll bei dir. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Film hast, der mehr auf so Drama ausgelegt ist, wo vielleicht ein, zwei Schießereien drin sind und der Trailer sieht aus, als wenn es Fast and the Furious 12 ist, dann ist es natürlich eine falsche Vermarktung. Aber hier, da würde ich echt überlegen müssen, wie vermarktet man diesen Film? Eben wie durch die ständigen Handlungswendungen, weißt du? Mhm, ja. Ah, ja. Ja. Cool, also klingt auf jeden Fall extrem spannend, den werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Tu dies bitte. Tall Man. Nun gut, wenn du hier schon mit Dramen anfängst, dann ziehe ich weiter, Alter. Ich habe nämlich gesehen Pieces of a Woman auf Netflix. Ah, ja. Ist Netflix-exclusive und Shia LaBeouf und Vanessa Kirby spielen ein Pärchen, die ein Kind erwarten. Das wird aber leider tot geboren. Und der Film behandelt dann sozusagen ihre Beziehung und wie beide anhand oder wegen diesem Problem halt daran kaputt gehen und ihre Beziehung halt auch so. Ah. Und
der Film ist auf der einen Seite natürlich übelst schwere Kost, also allein wegen dem Thema natürlich. Und das ist alles nachvollziehbar, finde ich jedenfalls, nachvollziehbar dargestellt, wie die sich so dann verhalten und wie es denen halt natürlich auch geht, wie die ihr Werdegang ist, was die für Entscheidungen treffen. Der ist ein bisschen Klischee an manchen Stellen, weil Shia LaBeouf zum Beispiel als Mann, der irgendwann will der halt vögeln. So, ne? Er vergewaltigt seine Frau dann nicht, das um Gottes Willen nicht, aber er bedrängt sie doch schon sehr halt, ne, weil er unbedingt ran will, sie aber nach dieser Todgeburt halt nicht kann. Also die ist dafür gar nicht in der Lage, seelisch so, ja, ne? Klar. Und das fand ich dann so, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt aber doch schon ein bisschen Klischee halt, der Mann, der wieder unbedingt bumsen will, so, weißt du? Ansonsten, Shia LaBeouf. Obwohl es wahrscheinlich sowas in der Tat geben wird, ne? Also, garantiert, ja, klar. Ja. Aber er hat so ein Geschmäckle, weißt du? Ansonsten aber, Shia LaBeouf spielt mega cool. Der spielt diesmal einen richtig geerdeten, normalen Ehemann, so, der so ein Jedermann ist halt, ne? Der ist nicht super schlau, der ist nicht super smart, der ist ein Arbeitertyp, der hat Probleme mit seiner Schwiegermutter, weil die immer mehr von ihm erwartet, als er eigentlich kann, so, ne? Der ist eigentlich ein ganz normaler Typ halt, so, der einfach nur seine Familie haben will, seine Frau und dann halt eben sein Kind und dann eben genau an diesem Traum sozusagen zerbricht. Vanessa Kirby spielt seine Frau. Die kennen die meisten wahrscheinlich aus Fast and Furious. Da spielt die auch mit in den letzten Teilen, glaube ich, bin ich der Meinung. Quatsch, um Gottes Willen, bei Hobbs & Shaw spielt die mit, genau, bei Hobbs & Shaw. Die ist die Bruder von, die Schwester von Shaw, also von Jason Statham. Ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, wer Shaw ist. Ja, also von ja. Jason Statham. Ja, ja. Und in Mission Impossible 6 spielt die auch mit. Ah, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Die Blonde, ja. Die spielt auch gut, also die spielt super, finde ich. Also die Mutter halt, die ihr Kind verliert, spielt die perfekt. Also, ne? Und es ist ja auch nicht leicht, sowas zu spielen, glaube ich. Also so Trauer und so und ständig, wie soll ich sagen, halt ständig den Eindruck zu vermitteln, dass man halt dieses übelste Paket zu tragen hat. Naja, also, klar, ich weiß schon. Und dann ist der auf der anderen Seite auch handwerklich übelst krass. Da ist gleich am Anfang ist eine Szene, die geht ungefähr, ich würde sagen, 25 Minuten ohne Schnitt. Und das ist nämlich die Geburt. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Frau ihre Wehen kriegt, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind tot auf der Welt ist und sie sozusagen, also die Hebamme dann feststellt, dass das Kind tot ist, das ganze Ding ist ohne Schnitt. Das fängt an im Wohnzimmer, dann rufen sie halt die Hebamme, dann kommt die irgendwann nach 5 Minuten oder nach 10, keine Ahnung, dann gehen sie ins Schlafzimmer, dann zieht sie sich da aus, dann geht die zwischendurch nochmal in die Badewanne, weil sie halt wegen mit warmem Wasser und so, dann geht die wieder ins Schlafzimmer und dann, ne, und das alles ohne Schnitt, auch wie das Kind auf die Welt kommt und so, das ist übelst krass. Also, das ist mir am Anfang erstmal gar nicht aufgefallen und dann haben die aber ständig die Räume gewechselt und Shia LaBeouf rennt dann auch noch raus und wegen Krankenwagen und so und dann kommt der Krankenwagen angefahren und ja, schnell hier, und das ist echt krass, also, weiß nicht, übelst beeindruckend halt diese Szene so, ne, weil du halt richtig drin bist, so in dieser ganzen Materie. Das Ding ist, ich glaube, das ist nicht für jeden was. Also, ich würde mir den Film nicht doch mal, glaube ich, angucken. Ich würde mir auch nicht kaufen. Das ist so ein Film, den guckst du einmal, dann bist du so, okay, übel, was ich hier gesehen habe, aber reicht auch. So, ne? Das ist jetzt ist kein Film, den du dir wahrscheinlich 5-6 Mal angucken wirst. Also richtig harter Tobak, auf jeden Fall. Ja, fände ich auch ein bisschen komisch, wenn Leute sich sowas 5-6 Mal angucken würden. So nach dem Motto, ich gucke mir gerne Leid von anderen Menschen an. Weißt du so? Ja, gut. Naja, es gibt ja zum Beispiel diesen Film mit Ryan Gosling und ach, lass mich überlegen, ey. Ryan Gosling und ja, noch irgendjemanden auf jeden Fall. Irgendwas mit Valentine, Blue Valentine oder sowas. Mhm. Und den habe ich auch gesehen und der ist ja eigentlich so eine toxische Beziehung halt, ne, sozusagen, die unausweichlich kaputt geht, so. Und der Film ist halt grundthematisch nur deprimierend halt, ne? Also, das ist auch so ein Film, du guckst dir einmal an, vielleicht sind da gute Schauspielleistungen drin, whatever, aber du guckst dir einmal an, dann war es eben auch gewesen, ne? Also, so stelle ich mir es halt bei dem auch vor, ne?
Irgendwas wollte ich noch. Achso, wegen Filme, von wegen, warum man sich Leid anderer öfter anguckt. Schindlers Liste habe ich zum Beispiel auch öfter in meinem Leben gesehen. Also, das ist ja auch so ein übelster Genickbrecher, finde ich. Ja, gut, aber das hat ja auch so, ist ja ein geschichtlicher Hintergrund. Das kann ich irgendwie nicht vergleichen, so ein bisschen, oder? Also, ähnlich. Ja, gut, ja, vielleicht ist dann das große Ganze da wichtiger. Ja, ja, das kann schon sein. Aber also ich fand den Film wirklich gut, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist richtig harter Stoff. Ich glaube, werdende Mütter sollten den sich auf keinen Fall angucken. Das wäre ein bisschen übel. Vielleicht auch, weiß nicht, Pärchen, die jetzt gerade dabei sind, Kinderplanung und so, ne? Weil ich glaube, der Film zieht einen schon runter, so, wenn man da jetzt gerade mittendrin steckt. Ansonsten, wie gesagt, cooler Film, super schauspielerische Leistung von beiden Darstellern. Die Vanessa Kirby hat in dem Film eine Mutter, Alter, die übelst bösartig ist. Also die Schwiegermutter halt da von Shia LaBeouf. Ja. Die spielt auch richtig übel krass diese eigentlich eine Klischee-Schwiegermutti, aber halt richtig bösartig so, ne? Und jedes Mal, wenn er mit ihr so quatscht, denkst du so die ganze Zeit, oh, Alter, red nicht mit der, Huff, so, die macht dich nur fertig halt, ne? Also, die ist halt so bösartig, so eine richtig, richtig alte, böse Hexe ist das. Okay. Richtig krass. ja, wem kann ich den Film empfehlen? Ja, puh, also, weiß ich nicht, wer die Darsteller mag vielleicht, wer auf schauspielerische, anspruchsvolle Sachen steht, wer so zwischenmenschliche Geschichten gerne guckt. Wer ein dickes Fell hat. Der ist auch gar nicht so, finde ich, so rührselig, dass der jetzt irgendwie auf die Tränendrüse drückt. Also ich hatte nie das Gefühl von wegen, oh, ich habe jetzt einen Klops im Hals oder so. Aber der ist halt, also die Grundstimmung von dem Film ist, die fängt schon bei Null an, sozusagen. Na, also, ich hab halt oft gelesen, dass der sehr unbequem sein soll, der Film halt. Also, ja, ja, so. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ich werde mir auch noch angucken, einfach so, weil mich das so an sich schon interessiert. Weißt du so? Also bei mir ist ja dann doch immer großes Interesse daran, verschiedene Genres durchzukauen oder verschiedene Stimmungen von Filmen mitzunehmen. Und ich hatte ja von vornherein schon viel von dem Film gelesen und bei meinem Interesse ist er trotzdem immer noch geweckt, obwohl es halt ein deftiges Thema ist. Ne? Ja, 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 ja. Also er ist cool, aber ziemlich bitter. Ganz schön bitter. Alles klar, gut. Dann kommen wir vom einen bitteren Thema zum nächsten bitteren Thema. Ja. Jetzt vielleicht nicht auf einer anderen Ebene zwar, aber ich habe gesehen Everest. Mhm. Der geht 121 Minuten, ist nach 12 Jahren freigegeben. Ich habe wieder nicht aufgeschrieben, wo es den gibt, weil ich wieder auf 4K Blu-ray geguckt habe. Weil sowas man auf 4K gucken muss. Und im Grunde sagt der Titel schon alles, ne? Im Bergsteigerdrama werden zwei Bergsteigergruppen 1996 bei dem Erklimmen des welthöchsten Gipfels von einem lebensgefährlichen Schneesturm überrascht. Alle sind aus verschiedenen Gründen und Motivationen dabei, aber für alle wird es ein Kampf ums Überleben. Ganz kurz, ganz einfach. Ich glaube, mehr erwartet man auch nicht. Ne? Mhm. Wie soll ich sagen? Also, der Film, der fängt für mich, dachte ich kurzzeitig so, okay, alles klar, das ist so mehr so dokumentationsmäßig gemacht halt, ne? Mhm. Also weil der Aufstieg dieses Berges verläuft doch recht harmlos, muss ich sagen, ja. Man wirklich so denkt, außer so ein paar kleine Zwischenfälle ist da nichts. Mhm. Da wird von vornherein viel gesagt mit, ja, du kannst halt eine Lungenembolie kriegen und dies und das und jenes, ne? Und klar, wegen der kalten Luft und wegen gefrorenen Synapsen und was ich nicht alles weiß. Ja, ja, ja. Dann hat das Ganze so, wie gesagt, also ein Dokumentarfilm erinnert, hat mich aber immer noch nicht so richtig abgeholt, weil denn für dieses ganze Berggedöns, sage ich mal, da hat mir dann irgendwie diese einbrennenden Bilder gefehlt, weißt du, was du erwartest halt. Mhm. So schöne Bild- und Landschaften halt, mhm. Die haben mir irgendwie so gefehlt irgendwie und das ging dann mehr so um die Camps und wo die dann da immer rasten und sowas. Wo die sich neuen Sauerstoff holen und so weiter und so fort. Weil es geht ja auch wirklich um so Hobby-Erklimmer, die dafür einen Haufen Geld hinpacken, sozusagen. Mhm. Und einer ist sozusagen der Typ, der das Ganze ermöglicht, so wie Joachim Schweizer, weißt du so. Ja. Und da mit denen er hochläuft. Und der nimmt halt eine ganze Stange Geld dafür, 65.000, und bringt die dann halt
wenn es klappt, nach oben. Oder wenn er die Situation halt gefährlich einschätzt, schickt er sie wieder weg. So, weißt du? Mhm. Und dann sind sie oben und dann kommt aber der Abstieg und dann wird der Film wirklich grantig, Alter. Also dann dreht sich dieser Film für mich und plötzlich habe ich genau das, was ich in Anführungszeichen sehen wollte, ja. Denn der wird immer schlimmer und schlimmer und unerträglicher. Alles, was du da siehst, das Ende von diesem Film, das ist schon ungefähr beinahe ähnlich oder schmerzt beinahe ähnlich wie die Ausweglosigkeit in No Way Out. So. Ah, okay. Ja, die Assoziation hatte ich nämlich gerade auch wegen Josh Brolin. Ja, ja, genau. Also so in etwa ist es so, es tut halt wirklich regelrecht weh, einige Sachen damit anzusehen, weil sich das echt in dein Gehirn reinbrennt halt. Ne? Mhm. Also wenn mal, ich sag jetzt nicht welche Person, aber wenn jetzt halt zum Beispiel eine Person da liegt, die sind da schneebegraben so ein bisschen, einen finden sie, weil er noch so machen kann und dann siehst du halt den anderen, der nur sieht, wie die weglaufen, aber nicht mehr reden kann, sich nicht mehr bewegen kann. Also und du siehst die Kamera wegzoomen und der bleibt halt einfach da liegen und du weißt, okay, alles klar, das war's denn. Ja, so, das ist schon echt unangenehm, also das ist echt fies. Auf der anderen Seite ist es auch noch schwieriger, weil du hast hier wirklich eine übelste Riege von bekannten Gesichtern, ja. Also du hast hier so Leute wie Josh Brolin, Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Emily Watson, Robin Wright, ja. Dann hast du auch zwei Schauspieler, die man namentlich aus Filmen kennt und auch bestimmt schon gesehen hat, aber die mich persönlich nie abgeholt haben, ja. Wenn ich die beiden Namen sage jetzt, da weißt du auch, wer das ist, oder weißt du auch, was ich meine. Der eine ist nämlich Sam Worthington. Ah, okay. Der auch hier irgendwie einfach im Grunde völlig egal ist. Also ja. den sehe ich und der ist mir völlig, ich mag den überhaupt nicht, den Typen. Also das ist für mich so völlig so ein Nebendarsteller, den braucht kein Mensch. Mhm. Ist so. Der zweite ist Jason Clarke. Mhm. Den kennst du bestimmt aus Planet der Affen. Mhm. Aus dem zweiten, glaube ich. Und aus irgendeinem Terminator-Teil, oder? Spielt nicht auch irgendein Terminator mit Teil? Spielt er nicht... Oder ist er das, der dann John Connor spielt? Ja, ja, ich meine ja, bei Genesis, ne? Ja, genau. Ja, ja. Genau, also der hat mich auch nie abgeholt, nie, also keine Rolle. Hier spielt er aber tatsächlich die Hauptrolle und hat mich wirklich abholen können und überzeugt. Also das hat er richtig gut gemacht. Okay. Das hat richtig gepasst und der hat mir am meisten leid getan in diesem Film. Also wenn du den Film siehst, wirst du wissen, warum. Der hat, Das war wieder das Typische, es hat nur noch wehgetan, nur noch geschmerzt, das war echt schlimm. Der hat mich echt, also ich hab gedacht so, oh, beende das einfach, weißt du so. Ja, das war echt schlimm mit anzusehen und ja, das macht es halt umso schwieriger. Du hast diese ganzen bekannten Gesichter, ne? Ein paar davon mag man ja auch, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal zum Beispiel, ne? Mhm. Keira Knightley hat so eine kleine Rolle, die ist die Frau von Jason Clarke da, die mit ihm dann ab und zu telefoniert, die tatsächlich mich auch überzeugt hat in ihrer Rolle, was auch eher selten vorkommt, weil ich die jetzt auch nicht unbedingt als eine favorisierende Schauspielerin sehe. Emily Watson solltest du eigentlich auch kennen. Ja, ja, ja. Und zwar habe ich die auch selten gesehen, die hat mich aber immer überzeugt in ihrer schauspielischen Leistung. Die habe ich das letzte Mal tatsächlich gesehen bei Roter Drache. Die war wirklich immer gut gewesen, egal wo ich sie gesehen habe, ist auch hier super. Robin Wright ist auch eher so eine Nebendarsteller, ist die Frau von Josh Brolin, macht jetzt keinen riesen Aufstand, stört aber auch nicht. Mhm. Ne? Das halt so. Ja, wie gesagt, was soll ich sagen? Also, ich wage mich mal vorsichtig ran zu sagen, das sollten auch eher Leute gucken, die wirklich so Sachen wie No Way Out auch durchstanden haben. Also ob sie jetzt am Ende ein Tränchen vergießen, spielt dabei keine Rolle. Aber ich finde, das sind so Filme, die zum Schluss hin wirklich schmerzhaft werden für den Zuschauer. Weißt du so? Mhm. Und das erträgt ja auch nicht jeder. Also ich finde, No Way Out ist wirklich auch schon ein grantiges Ende. So. Ja, auf jeden Fall. Und so geht's bei Everest genau dasselbe. Also wenn du die erste Hälfte denkst, okay, da fehlt irgendwie was, ne? Wo es bei der zweiten Hälfte, beim Abstieg dieses Gipfels einfach immer schlimmer halt, ne? Die Situation wird immer auswegsloser und dann da kommt ein Sturm, dann kommen plötzlich die Kamerafahrten, die du die ganzen Film lang vermisst hast, von oben schöne Landschaften und Bebilderung aus Eis, ne, halt. Also alles, was du die ganze erste Hälfte vermisst hast, kriegst du in der zweiten Hälfte serviert halt, ne? Mhm. Aber mit dem Zusatz, dass es halt wirklich dir wehtun wird beim Gucken halt, ne? Ja.
Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, großartiger Film. Also hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Okay, cool. Also den werde ich definitiv gucken. Den hatte ich auf jeden Fall auch schon auf meiner Liste. Und ich finde es witzig, dass Josh Brolin halt auf der einen Seite diesen Feuerwehrmann spielt und schon auf irgendwelchen Bergen rumeiert und dann aber bei Everest halt auch so, ne? Also irgendwie ist es für mich ähnlich. Ist so eine ähnliche Rolle wahrscheinlich. Ja, es ist auch, es ist so eine, das heißt so eine ähnliche Rolle, aber es ist so ein, ich habe die beiden Filme jetzt tatsächlich in meinem Regal auch nebeneinander stehen, so, weil irgendwie die hätten vom selben Regisseur sein können, Ja, also ja, ja. ja, irgendwie, aber es sind sie zwar nicht, aber ich habe mal nachgeguckt, aber die hätten vom selben Regisseur sein können und irgendwie hat es so gewisse Parallelen auf jeden Fall zu bieten, da kann man auf jeden Fall nicht drüber hinwegsehen, ist eben einfach so, ne? Ja. Okay, cool. Also den gucke ich auf jeden Fall auch. Ja. Mal gucken, Ja, vielleicht schaffe ich es ja definitiv bis zur nächsten Folge. ja, da kannst du ja mal sagen, wie du fandest. Aber ich kenne dich ja ganz gut, also habe ich ja schon so meine Meinung. Okay, Judy, dann komme ich mal zu Watchmen. Und jetzt werden wahrscheinlich einige denken, hä, wie, schon wieder? Watchmen habt ihr doch schon gehabt. Ja, jetzt geht es aber um die Serie Watchmen. Und die spielt 30 Jahre nach den Ereignissen des Comics. Also, ich betone hier Comic, weil der Unterschied zwischen Comic und Film, im Grunde gab es nur einen und das war eigentlich das Ende und auch nicht der Sinn an der ganzen Sache, also von der Sinn von dem Ende, sondern eigentlich nur, wie das Ende herbeigeführt wurde. Und denn im Film hat ja der Ozymandias eigentlich nur den Plan, dass diesen dritten Weltkrieg halt zu verhindern, so, ne? Diesen atomaren Krieg halt. Und im Comic macht er das einfach, indem er eine Riesenkrake auf New York fallen lässt aus dem Weltraum und sozusagen dafür sorgt, dass USA und Amerika zusammenarbeiten gegen diese außerirdische Macht halt. Ne? Also die haben zusammen Schiss sozusagen vor den Außerirdischen und führen deswegen keinen Krieg gegeneinander. So. Und das ist in dem Comic das Ende. Und das wurde im Film nicht gemacht, weil Zack Snyder der Meinung war, okay, wenn ich das jetzt hier in den Film packe, dann denken alle Leute, was macht diese Krake da? Das macht keinen Sinn. So, ne? Da müsste 15 Minuten noch Einführung gemacht werden, wie der Ozymandias da diese Krake entwickelt hat und tralala. Und dann wäre der Film zu lang geworden und blub. Und deswegen hat er das ein bisschen anders gemacht, ohne dieses Riesenvieh. Wäre der Film zu lang geworden. Ja. Also. Ja, überleg mal, wie lang der Film ist halt. Ne? Ja, vor allem jetzt auch noch im Director's Cut und Ultimate Cut und bla bla. Ja, also der ist ellenlang. 4 Stunden der Ultimate Cut, ne, glaube ich. Ja, genau, 4 Stunden, Ja, ja. also, ja. Gut. So, und die Serie setzt jetzt sozusagen 30 Jahre nach dieser ganzen Krakengeschichte ein. Es kamen natürlich keine Außerirdischen vom Mars und haben irgendwie die Erde eingenommen, um Gottes Willen. Aber die Welt hat sich weiter bewegt, sozusagen, und die Ereignisse von Watchmen haben ihren Tribut gezollt. Die Welt ist jetzt sozusagen gespalten in zwei Lager. Einmal, oder nicht die Welt, aber in der Serie gibt es zwei Lager. Einmal eine Gruppe Terroristen, die alle Masken aufhaben wie Rorschach, also diese weißen Masken mit schwarzer Tinte im Gesicht. Naja. Und die Polizisten tragen jetzt auch Masken. Genau, die gelben Gelben Masken. Masken, genau, weil die nämlich vor ein paar Jahren gab es ich glaube, der Weiße Tag oder so nannte sich das. Da wurden ganz viele Polizisten von dieser Terrorgruppe da angegriffen im privaten Leben, also in ihren privaten Wohnungen und Häusern und wurden halt umgebracht. Und damit jetzt die Polizisten ihr privates Ich sozusagen nicht mehr preisgeben müssen, tragen die jetzt auch Masken. So, ne? Und dieses ganze System wird in dieser Serie halt thematisiert, ob das okay ist, ob das cool ist, was will die Terrorgruppe überhaupt und dürfen oder sollten Polizisten Masken tragen, weil wenn die Scheiße bauen, wer überwacht die Wächter, so, ne? Darum ging es ja in Watchmen immer. Also, who watches the Watchmen, so. Das Geile ist, dass es nicht nur darum geht, was nach Watchmen, also dem Film oder dem Comic passiert, sondern auch davor. Also, so ab Folge 4 ungefähr, und es gibt 9 Episoden, gibt es ab Folge 4 oder 5, wird nochmal ein Riesenfass aufgemacht mit einer Figur, die in Watchmen nicht groß behandelt wurde, die aber zu dieser ganzen Superhelden-Thematik halt einen entscheidenden Anteil hatte, weil er mit der erste
Held war, den es in diesem ganzen Universum gab. So, ne? Ich weiß nicht, ich komme jetzt gerade auf den scheiß Namen nicht. Das ist dieser Typ, der hat eine Kapuze und eine Maske auf und dann so eine Halsschlinge. Ja, ich weiß, wie du meinst. Und den seine Geschichte wird halt beleuchtet, so von Anfang bis Ende. So. Und das ist mega interessant. Der große Kritikpunkt an der Serie war, dass es im Grunde die thematisch passende Serie zu Black Lives Matter war. So, ne? Weil das Thema Rassismus hier wirklich extrem groß ist. Also im Grunde kannst du sagen, die guten Darsteller sind alle schwarz und die bösen sind alle weiß. So, ja. Ne? Das Ding ist aber, dass diese Serie vor Black Lives Matter entstanden ist, ungefähr ein Jahr vorher. Also war da halt an sich diese Agenda, die gab es da gar nicht. So, ne? Also das Ziel war nicht da, um mit dieser schwarzen Bewegung irgendwie mitzureiten, sondern es war wahrscheinlich, ich weiß nicht, Zufall oder so. Keine Ahnung, dass es das gab. Auf jeden Fall war diese Kritik, habe ich halt ständig gelesen, dass Watchmen die Serie halt, ja, weiß ich nicht, sowas wie das Aushängeschild für diese Bewegung halt sein soll. Was ich quatschig finde, aber ja gut, wenn die Leute meinen, dass es so ist. Ich fand die Serie super, ich fand sie handwerklich richtig geil. Wer auf Watchmen steht, also diese Thematik von wegen Superhelden werden dekonstruiert und es wird gezeigt, dass Superhelden halt nicht diese strahlenden Retter sind, sondern halt im Grunde auch nur Menschen, so, ne, die vielleicht ein bisschen mehr drauf haben als normale Menschen, aber trotzdem sind es halt immer noch Menschen und die haben auch ihre Schwächen und ihre Fehler und bauen Scheiße und machen halt auch komische Sachen. Dann sollte man sich die Serie vielleicht mal angucken. Die ersten zwei Folgen sind vielleicht ein bisschen schwer zum Reinkommen, aber je länger man guckt, die Folgen werden immer geiler. Also wirklich, jede Folge zu Folge zu Folge wird es immer besser, finde ich. Also ich fand die Serie grandios. Und ich habe mir parallel dazu auch noch die drei fetten Comicbände Before Watchmen geholt, die im Grunde genau das erzählen, was Watchmen auch macht, nämlich was vor dem Film auch passiert halt, ne? So. Ich habe wie gesagt, ich habe ja komischerweise, ich weiß nicht warum, das werde ich aber natürlich ändern. Ich habe die Serie angefangen, habe ja die ersten vier Folgen gesehen und fand die ja von vornherein großartig, die Serie. Also mich hat die sofort abgeholt. Klar, die ersten zwei Folgen, du sagst, man muss erstmal reinsteigen, aber da gebe ich ja nicht gleich auf. Weißt du? Ja. So. Und die nächsten zwei fand ich dann halt auch besser und hatte ja auch gehört, dass die immer besser wird, aber irgendwas, ich weiß gar nicht, was es war, muss dazwischen gekommen sein, dass ich plötzlich aufgehört habe, die zu gucken. Aber das war auf jeden Fall nicht, weil ich sie schlecht fand. Also, keine Ahnung, ich habe sogar das von der Serie das Steelbook hier zu Hause. Ah. Ja. Also, wie gesagt, mich hat die sofort abgeholt, mich haben die ersten vier Folgen super unterhalten und wenn ich schon höre, dass die Folgen immer besser werden, dann freue ich mich natürlich sowieso riesig drauf. Auf jeden Fall. Also, ich habe, wie gesagt, die ersten zwei Folgen habe ich gedacht, so, okay, abgesehen davon, dass jetzt da irgendwelche Leute Rorschach-Masken tragen, hat das für mich nicht so viel mit Watchmen zu tun. So, ne? Und dann wurden langsam so Geschichten eingeführt von diesem besagten Helden halt, ne? Der auch die Minutemen, die ja vor den Watchmen diese Heldengruppe waren, der diese Minutemen da eigentlich mitgegründet hat. Die Geschichte wird erzählt. Dann kommt Dr. Manhattan kommt noch vor. Also, da kommen wirklich Figuren, die man aus dem Film kennt, und die meisten werden wahrscheinlich nur den Film gesehen haben und nicht den Comic gelesen. Also da kommen Figuren vor aus dem Film, natürlich in älter, und die haben wirklich eine tragende und entscheidende Handlung. Eins hat mich nur ein bisschen gestört, Ozymandias, der bei Watchmen sozusagen dann der Schuldige an der ganzen Geschichte dann war. Der schlauste Mensch der Erde, der spielt in der Serie auch eine tragende, entscheidende Rolle, gespielt von Jeremy Irons. Eigentlich ein richtig cooler Schauspieler, wie ich finde. Ja, ist auch krass, ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist, dass den seine Geschichte in der Serie, ja, muss man gucken, ob man das so unterschreiben kann, weil in die Originalfigur ist bierernst. Übelst extrem schlau halt, also er ist halt der schlauste Mensch der Erde. Bierernst, lässt nichts auf sein Wissen kommen, ist halt total stolz und halt ein richtig gestandener Typ so und von der Sache her der krasseste Oberschurke, den man sich halt vorstellen kann, so, ne? Und in der Serie wird der so ein bisschen dargestellt, als wäre der ein bisschen bekloppt. So. Also der so ein bisschen verwirrt, würde ich sagen, aber
es wird auch probiert zu erklären, warum der so ist. So, ne? Also der verliert so langsam seinen Verstand gerade. Und das ist so das Ding. Da muss jeder für sich selber wissen, ob das für ihn immer noch diese Figur Ozymandias ist halt, ne? Weil so wie ich den kenne aus den Comics und eigentlich auch vom Film, der würde halt nicht durchdrehen, bin ich der Meinung. So, ne? Der würde halt irgendwie probieren, ganz trocken und sachlich mit dieser Situation umzugehen, in der er da gerade steckt. So, der würde aber nicht irgendwie den Verstand verlieren, bin ich der Meinung. Aber gut, es ist auch nicht schlecht gespielt. Und es macht halt, eigentlich macht es auch schon Sinn, wie das so gemacht wurde. Aber ich verstehe, oder ich würde Leute verstehen, die halt sagen, irgendwie schmeckt mir das nicht. So, ne? Naja, wie gesagt, ich werde mir demnächst auf jeden Fall hinpfeffern. Ich bin ja jetzt erstmal zu Hause. Habe ich ja Zeit dafür. Mhm. Und werde mir die restlichen 5 Folgen vergeben. Ja, mach das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich fand die richtig cool. Ich fand die geil, die Serie. Ja. Ja, super. Naja, dann, da soll ja auch nichts weiter rauskommen. Das soll ja wirklich bloß eine Staffel bleiben, ne? So, ja. Von vornherein war das ja sowieso geplant gewesen. Wie gesagt, ich konnte sowieso von vornherein damit was anfangen und, ich kann dir immer noch nicht erklären, warum das mal abgebrochen wurde. Ich weiß es selber nicht, keine Ahnung. Aber das hole ich jetzt nach. Mach mal. So, ich habe jetzt nur noch einen Film, und zwar den wir gemeinsam gesehen haben. Was hast du denn noch? Ich habe noch einen Film und den wir gemeinsam gesehen haben. Und dann... Was hast du denn noch für, hast du noch für einen Film? My Name is Dolomite. Mit Eddie Murphy. Soll ich den schnell reinschmeißen? Der ist auch nicht so übelst... Naja, schmeißen erstmal rein. Also, mal ruhig. Es geht im Grunde um Dolomite, der eigentlich Rudy Ray Moore heißt, gespielt von Eddie Murphy. Und der ist in den 70ern ein Komiker gewesen, also ein Stand-Up-Comedian, aber halt übelst erfolglos. So, ne? Der war halt einfach nicht witzig. So. Und irgendwann hat er sich in den Kopf gesetzt, okay, je derber mein Humor ist, also je mehr Schimpfwörter und je ekliger ich eigentlich meine Witze aufziehe, desto krasser kommen meine Witze halt irgendwie an. So, ne? Und dann treibt er sich immer so ein bisschen mit Obdachlosen rum und so, weil die halt irgendwie den kranksten Humor hat und klaut auch so ein bisschen die ihre Geschichten so und nimmt von einer dieser Geschichten halt auch den Namen Dolomite so, weil die immer erzählen, ja, es gab mal so einen Typen vor x Jahren und voll der Motherfucker und der krasseste Wichser und bla, der hieß Dolomite und der hat alle kalt gemacht und blablabla. Und dann sagt halt, okay, dann bin ich jetzt Dolomite und erzähle halt die ihre Geschichten so, ne? Und dadurch hat er übelst Erfolg und ist total der krasse, angesagte Komiker, bringt auch CDs raus und bla bla bla. Und irgendwann setzt er sich aber in den Kopf, okay, ich bin jetzt der coolste Typ der Erde, ich drehe jetzt einen Film. Und das wird halt die übelste Trash-Perle halt, ne? Und dann wird halt in dem Film diese Zeit der Produktion dieses Films gezeigt. Und das ist halt mega witzig. Also wirklich, wie der Film gedreht wurde, mit Wesley Snipes als Regisseur. Und ich glaube, ich habe Wesley Snipes noch nie in so einer coolen Rolle gesehen. Also wirklich, richtig coole, witzige, geile Rolle. So locker, flockig. Richtig cool. Das, was ich selbst damit spiele, wusste ich gar nicht. Ich hatte von dem Namen natürlich schon, von dem Film natürlich schon gehört, weil das ja auch so ein bisschen wie Eddie Murphys Comeback war, so betitelt wurde, weil das ja auch wirklich ein guter Film sein soll. Also der hat ja wirklich gute Kritiken bekommen. Ja. Aber das, was ich Snipes damit spiele, wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, der kommt so ab der Hälfte des Films, wo es dann wirklich darum geht, dass dieser Film gedreht wird, tritt er halt dann auf und ist der Regisseur des Ganzen. Das Witzige ist, das wusste ich halt auch nicht, ist die Geschichte, die ist halt wahr, ne? Also diesen Typen gibt's halt. Und der hat nicht nur einen Film gedreht, der hat mehrere Filme gedreht. Und der ist ganz entscheidend für diese Blaxploitation-Entwicklung des schwarzen Kinos gewesen. Also der war so der Erste, der halt eigenständig Filme produziert hat als Schwarzer. Also richtig krass. Also der ist für die schwarze Community so einer der krassen Typen, so, ne? Obwohl die Filme halt, also es ist halt übelster Trash, so. Richtig übel. Ja. Da ist halt alles drin. Da ist so ein bisschen Porno und so ein bisschen Kung-Fu-Action. Da kommen dann irgendwelche Nonnen, die in Unterwäsche Kung-Fu kämpfen und so. Also wirklich ganz kranker Blödsinn halt einfach. Aber er hat einfach gesagt, okay, alles, was ich geil finde, knall ich halt in diesen Film rein. So. Und hat sich halt auch übelst verschuldet deswegen. Aber die Schwarzen da drin gerannt, wie blöde. So, ne? Weil es halt einer der wenigen war, der halt die schwarze Flagge halt hochgehalten hat zu der Zeit. Mega witzig, kann man sich auf Netflix angucken. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, und das ist, aber dafür kann Eddie Murphy ja nichts, ist, dass der natürlich seine Stimme nicht mehr hat, ne? Seine deutsche.
Ach so. Der wird ja jetzt gesprochen von, ich komme jetzt leider auf den Namen nicht, aber von dem, der auch Deadpool spricht. Also, wie heißt er denn? Ryan Reynolds, genau. Ja, der spricht auch Eddie Murphy jetzt mittlerweile. Aber. Ich versuch's mir gerade vorzustellen, aber. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, es gibt einen Typen, der kann diese Stimme von damals, von Beverly Hills Cop, perfekt nachahmen. Das ist total krass. Okay. Und da wurden jetzt schon Petitionen gestartet, dass dieser Typ doch bitte der Prinz von Zamunda 2 synchronisieren soll. Okay, ja, ja, der, krass, der arbeitet fürs Radio, der macht so Werbeclips und so, so Kram, aber halt mit dieser original Eddie Murphy Stimme. Also, richtige Kenner, du wirst es wahrscheinlich auch merken, du hörst raus, dass es wirklich nicht hundertprozentig der Originale ist, aber der macht schon richtig krass gut. Also, das hört sich schon wirklich nah, richtig nah dran wie damals. Also, es wäre wünschenswert, wenn die dem einfach den Job geben würden. Dann lass den doch Eddie Murphy synchronisieren halt, ne? man kann sich gerade auch Eddie Murphy gar nicht so richtig vorstellen mit einer Stimme, wa? Das ist so. Ja, eben, genau. Das, ja, das ist so. Also, zum Beispiel Denzel Washington hat ja auch eine neue Stimme halt, ne? Weil ja auch der leider verstorben ist, der Leon Boden. Und die hat ja jetzt einen Trailer gehört von seinem neuen Film und da, die, klar ist mir auch gefallen, es nicht sein, aber die passt eben trotzdem irgendwie gut. So, weißt du, so. Genauso wie Tom Hengst, der ja auch eine neue Stimme hat, die funktioniert auch noch relativ gut, finde ich. Ja, ja. Aber bei Eddie Murphy, der hat ja schon so was Eigenes gehabt, ne? Also die deutsche Stimme hat schon so einen eigenen Klang gehabt, halt, ne? Dieses fiepsige und durchgedrehte und leiernde, weißt du so? Ja, ja, ja. Und das ist natürlich dann merkwürdig, wenn jemand anders den spricht. Ich kann mir den auch gerade mit der Stimme von Ryan Reynolds gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also, ist das nicht einer von den Voss-Brüdern hier? Ich glaube, ja, warte mal, Randolf Kronberg. Okay. Ah, nee, das war der Alte, Entschuldigung, das war der Alte. Jetzt ist es Dennis Schmidt-Voss, ja, das ist der von... Ja. Genau. Und der Typ, der, wo gesagt wird, der soll doch bitte den Eddie Murphy sprechen, der heißt Christopher Carazzoni. Und der ist auch fürs Fernsehen Sprecher bei so Dokumentationen und so ein Kram. Also der kennt sich mit sowas halt aus, ne? Also der kann... Also der könnte es machen. Genau, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, in dem er eigentlich über Autos quatscht. Aber der macht halt vor seine Videos immer so Einspieler, in denen er halt auch Eddie Murphy synchronisiert. Also seine neuen Filme nimmt und die neu synchronisiert halt mit irgendwelchem Blödsinn halt. Die halt auch. Wie heißt der nochmal? Christopher Carazzoni. Christopher, ich schreibe mir das mal gerade auf. Christopher. Mit C oder mit K? CH, Christopher und PH? Nee, ich meine Carazzoni. Achso, mit K? Und hinten Y-I. Du brauchst doch einfach bloß Synchronsprecher Eddie Murphy eingeben, dann findest du den sofort. Also der ist bekannt so, okay. Unter Eddie Murphy-Fans, weil die den unbedingt haben wollen. Gut, halt mir trotzdem aufgeschrieben. Guck mal gleich nach, denn... Ja. Und mich war das hier, das ist so wie bei... irgendwie so ein bisschen wie... die neue Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger war, der spricht ja auch fast wie er Danneberg. So. Also nicht ganz so, aber ja, funktioniert schon. Aber witzig ist, dass der Carazzoni, der kann auch Stallone sprechen, was ja der Danneberg war. Und der hört sich auch fast genauso an. Also es gibt auch Stallone-Fans, die sagen so, ja, da kann der doch auch Stallone sprechen. Okay. Oder halt Schwarzenegger. Also, also hört er sich an wie Stallone und gleichzeitig auch wie Eddie Murphy. Genau, der kann halt seine Stimme so ein bisschen verstellen. Das ist so, okay. Ja, der hat es halt mit seiner Stimme so drauf. Mega cooler Typ. Ich habe mir von dem ein paar Videos angeguckt, auch so ein Interview, wo er halt befragt wird, wegen dieser ganzen Eddie Murphy-Geschichte. Er meinte, er will sich nicht aufdrängen, aber er kann halt verstehen, dass die Fans natürlich diese Originalstimme wieder haben wollen. Und wenn die Synchro-Abteilung, wer auch immer da, mal zu ihm kommen würde und ihn fragen würde, wäre er sofort dabei. So, ne? Er meint aber auch, dass gerade im Synchrongewerbe diese ganzen Synchronsprecher alle so familiär am Start sind und die wollen keinen von außen haben. So, weißt du? Die wollen nicht, dass sich da einer reindrängt, der da nicht so reingehört. So, weißt du? Nur weil die Fans das wollen. Ja, gut, Familienunternehmen. Ja, ja, genau. Er meinte auch, dass er so ein bisschen, er findet es ein bisschen zwiegespalten, weil die Synchronsprecher oft sagen, sie hätten lieber Leute, die halt
wirklich ausgebildet sind in dieser Materie, die halt irgendwie vielleicht eine Schauspielausbildung haben, die wissen, wie sie mit ihrer Stimme umgehen müssen und bla bla bla. Aber auf der anderen Seite schleppen sie halt ihre Kinder und Nichten halt ins Synchronstudio, um irgendwelche Kinderrollen zu sprechen. Weißt du? Egal, ist halt synchron. Ich glaube, wir können in Deutschland auch sehr froh sein, dass wir so eine Synchronarbeit haben, auf dem Level, wie sie ist, so, ne? Aber scheinbar geht es auch nicht so richtig nicht richtig nett in dem Business zu. Nee, wahrscheinlich nicht, ja. Naja. Für alle Eddie Murphy-Fans, der Film ist wirklich gut. Also, den kann man sich wirklich angucken. Der ist wirklich cool. An die Stimme, ja, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber die Geschichte, die da erzählt wird von diesem Typen, der halt unbedingt diesen Film drehen will, und dieser Film ist halt völlig absurd. So, das ist witzig, aber man fiebert auch so ein bisschen mit, dass der das halt schafft, ne? Also man will auch, dass der diesen Film irgendwie durchkriegt und in die Kinos bekommt, so. Aber das bewegt sich schon so auf der Komödienbarriere, oder? Ja. Ist schon eine Komödie mit Herz, so würde ich es mal bezeichnen. Ja, gut. Dann auf Netflix war das gewesen. Genau, ne? Netflix exklusiv, also kostet kein Taler. Ah, na gut, dann lohnt sich es ja doppelt reinzuschauen. Na, siehst du, also mach die Glotze an. Gut, ich bin dann weg. Ja, gut. Dann haben wir jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt, lass mich kurz überlegen. Ein Rohrkrepierer, nee, zwei Rohrkrepierer, wa? Und drei gute Filme, würde ich sagen, haben wir auch am Start gehabt. Dann kommen wir zum nächsten Rohrkrepierer. Damit es ausgeglichen ist. Zum größten Rohrkrepierer. Ja, darauf freue ich mich eigentlich überhaupt gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fange ja mal an. Die Rede ist von Godzilla 2. Ich glaube, dazu das Titel war King of Monsters, wenn ich mich nicht täusche. Der Film geht nicht enden wollende 132 Minuten. Und ist seit 12 Jahren freigegeben, ist bei Netflix für lau, zum Glück. Denn hätte ich dafür was ausgegeben, wäre es echt übel gewesen. Es geht darum, 5 Jahre nach dem ersten Auftauchen von Godzilla und den Muto getauften Titan lebt die Welt in ständiger Angst vor weiteren Urzeitmonstern. Die Wissenschaftsorganisation Monarch, die sich bislang um sämtliche Vorkommnisse rund um die Titanen kümmerte, wird von der Regierung vor die Wahl gestellt. Entweder sie begibt sich unter staatliche Aufsicht oder Godzilla und alle anderen weiteren Titanen werden getötet, um weitere Katastrophen zu vermeiden. Dr. Emma Russell ist derweil ein Biosonarsystem namens Orca entwickelt, mit dessen Hilfe sie mit den Urzeitriesen kommunizieren und ihnen sogar Anweisungen geben kann. Dafür benötigt sie jedoch jeweils passende Frequenzen der Titanen. Das Gerät fällt schließlich in die Hände des Ökoterroristen Alain Jonard, der Emma und ihre Tochter Madison entführt und sämtliche auf der Erde schlummernden Titanen aufwecken will. Als schließlich Godzillas Erzfeind, der dreiköpfige Drache King Ghidorah, aus seinem Schlaf erwacht, bricht die Hölle los. Das war die letzte Inhaltsangabe von allen Filmen, die wir heute hatten. Ja. Das habe ich mit Absicht gemacht. Das habe ich absolut mit Absicht gemacht. Ich habe nichts ausgelassen, denn das war es ja auch schon. Im Grunde. So, jetzt hatte ich den ersten Film gesehen im Kino damals. Im Kino war ich durchaus enttäuscht gewesen, so halt, ne? Ich konnte aber generell auch mit den alten Filmen jetzt nicht so viel anfangen, so, ganz ehrlich. Aber auf der anderen Seite habe ich mal gesagt, so ein Monster-Universum ist schon cool, weil so krach, bum, bang, weil so schöne Unterhaltung funktioniert ja bei manchen Sachen eben, ne? Und ich fand auch von Peter Jackson King Kong ziemlich geil. Und ich finde auch Godzilla optisch an sich halt geil. Weißt du so? Ja. Bin aber aus dem Kino raus und habe den echt mittelmäßig aufgefasst und fand ihn nicht wirklich kacke, aber auch nicht wirklich gut. Und ja, aber okay. Jetzt dachte ich mir, komm, du ziehst den zweiten drin. Da wird ja rumgeeiert, rumgeschlagen, rumgeprügelt. Und dachte so, na, lässt sich halt schön blöde berieseln, die dir Hirn verdampfen, aber hast wenigstens Spaß dabei. Und den hatte ich nicht. Also, ich hatte nicht Spaß an diesem Film. Im Gegenteil, ich habe so oft den Kopf geschüttelt, dass ich dachte, ich habe eine Genickstarre irgendwann, ja. Ich fand den wirklich furchtbar. Nicht nur, dass die Story völlig für den Arsch ist, ja, da wollen wir mal sagen, sind wir bei der eigentlich erwarten wir auch nicht viel, ne? Und auch, dass die Figuren alle völlig belanglos sind und völlig egal und völlig unbedeutend, darüber kann ich auch noch hinweggucken. Aber dass
da Monsterkämpfe veranstaltet werden, die einfach nur nichtssagend sind, die keinen einzigen Wow-Effekt hervorbringen, das ist dann natürlich schon massig halt, ne? Ja. Also du hast da so viele Titanen, die für mich dann natürlich auch schon irgendwie zu viele waren wieder. Und dann kämpfen die einander, schlachten sich da um und das ist nicht alles, aber es gibt keinen Kampf, der irgendwo gesagt hat, oh geil, das bleibt mir in Erinnerung, weißt du so? Oder wow, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Weißt du so? Ja, ja. Das fand ich wirklich furchtbar. Ich habe wirklich gedacht, so wie kann man so einen Film auf 132 Minuten strecken? Ja? Also die hätten meiner Meinung nach den auf 90 Minuten runterkürzen sollen, die Story noch so ein bisschen abkürzen und den Rest hätten sie geile Kämpfe machen sollen, richtig geile Schlachten und dann wäre es wenigstens ein absoluter No-Brainer fürs Auge gewesen, weißt du? Ich finde, und das ist aber ein generelles Problem bei Godzilla, ich finde, Godzilla kann man nicht geil kämpfen lassen. Mit seinen kurzen Ärmchen, der ist scheiße langsam. Also, was soll der machen, so, ne? Außer mit seinem komischen Strahl durch die Gegend ballern. Das ist alles so. Also, ich muss jetzt mal den Vergleich ranziehen zu Karate Kid und The Raid, wenn ich an King Kong und Godzilla denke. Weil King Kong kann Dinge in die Hand nehmen, kann rumspringen, kann einem in die Fresse hauen, richtig, so, ne? Mit Anlauf und richtig coole Sachen machen. Godzilla kann gar nichts. Na, weißt du, was mir da gerade einfällt so spontan? Weißt du, wo Godzilla am geilsten gekämpft hat? Ironischerweise hat Godzilla da am geilsten gekämpft oder konnte sich am besten noch blicken lassen, als er völlig anders aussah bei Roland Emmerichs Film. Aber da war doch die flotteste Action, als diese kleinen Viecher da waren, oder? Bei Roland Emmerich sein Ding? Ja, die so Velociraptor-mäßig waren halt. Ja, das mag sein, aber ich fand zum Beispiel, dass es halt ziemlich geil aussah, weißt du, so, wenn er da durchgerannt ist, weil er halt schnell gewirkt hat, weißt du, eher wie ein T-Rex, so, weißt du, so, ja, ja. Der dann seinen Schwanz da hinterher und dann, brusch, weißt du, Häuser eingerissen oder in dieser Brücke hängen geblieben ist und sah halt irgendwie alles ziemlich cool aus. Ich fand auch, dass der Film ist, um Gottes Willen, der ist grottenschlecht, ja, aber da hast du halt gedacht, okay, cool, der hat einen coolen Auftritt und der könnte wahrscheinlich irgendwas reißen, weißt du so, ja. Godzilla. So, da war ja auch diese Szene gewesen, wo die da in diesem Wasserrohr langlaufen, dann das Auge so aufgeht, das sah schon cool aus. Ja, so. Ja. Und der Film ist, wie gesagt, nicht gut, aber der hat mich damals im Kino unterhalten, ich habe den im Kino übrigens gesehen, das hat der hier halt nicht gemacht. Halt, ne? Der hat mich gelangweilt zu Tode und jede Minute, die ich diesen Film gesehen habe, kam mir zu lang vor. Ich war wirklich tatsächlich, und ich meine es wirklich ernst, auch wenn manches für übertrieben halten, ich war kurz davor, zweimal kurz davor, diesen Film auszuschalten. Ja? Also, ja. Das war so krass. Vor allen Dingen, ich finde das CGI teilweise echt fragwürdig und das meine ich auch wirklich so. Ich sage nicht schlecht, ja. Ich sag nicht gut, ich finde es fragwürdig, das CGI. Für so einen Film, der 250 Millionen kostet, ja, da kann man gut und gerne mal manche Vergleiche zu Justice League ziehen, finde ich. Ich fand gerade dieses, wie Ghidorah, dieses dreiköpfige Kackvieh da, das sah aus wie PlayStation 3-Grafik zwischendrin, fand ich. Das sah richtig schlimm aus, ja. Und wenn es so am Fenster vorbei ist und dann so ganz schnell sich bewegt hat, so merkwürdig. Das sah ganz komisch aus, also als dieses kleine Mädel an diesem Flughafen-Vorbau ist da. Ja, ja, ja. Und dann kommt plötzlich dieser Kopf da vor, diese drei Köpfe da vor. Das sieht alles total albern aus und dieser ganze Drache. Das Schlimme ist halt auch, dieser ganze Film besteht aus einem absolut überfetten Overkill halt, ne? An CGI-Effekten. Also wenn Godzilla schlussendlich oder auch in der Mitte irgendwann kämpft ja gegen dieses dreiköpfige Drachenvieh da, ne? Und wenn dann dieses Vieh sich aufblüht sozusagen und dann aus allen Ecken und Kanten, aus so jeder Faser der Flügel Blitzestrahlen kommen und die ganze Stadt erhellt, dann wird mir das einfach zu Fülle, weißt du so? Ja. Und wenn sich Godzilla auflädt, rot wird wie Lava und dann einen riesen Strahl ausschüttet und der ganze Bildschirm nur noch rot ist, dann ist mir das auch zu viel. Naja. Das ist einfach zu Fülle. Ja, es erinnert mich ganz stark an Batman vs. Superman, wenn Doomsday immer wieder von elektrischen Blitzen aufgeladen wird. Stimmt. Ja, so ungefähr ist es. Es ist einfach, für mich ist es Augenkrebs gewesen. Wirklich. Das war zu schlimm. Also, ja, dass da jemand sagt, wirklich, ich will jetzt den Namen hier nicht nennen, aber dass jemand wirklich sagt,
Das ist mit das Beste an CGI, was er seit Ewigkeiten gesehen hat. Also das Beeindruckendste, also da wird mir richtig schlecht. Ja, das ist einfach nicht so für mich. Nee, also das hatte ich im ersten Teil. Ich habe ja gestern, habe ich wirklich mir beide Filme reingepfiffen, weil meine Freundin den ersten auch noch nicht kannte. Und ich habe beim ersten schon da gesessen. Also ich wusste, worauf ich mich einlasse und ich kannte ihn auch schon. Ich wusste, da sind geile Szenen drin, zum Beispiel, wo die da diese Fallschirmspringer da runterhüpfen. So, das sieht halt mega cool aus, finde ich. Aber da sind halt auch für mein Empfinden auch extrem hässliche Sachen dabei. Allein schon, weil dadurch, dass der Film oder eigentlich beide Teile hauptsächlich im Dunkeln spielen und diese dunklen Monster dann da rumrennen, das ist alles eine graue Pampe, finde ich. Also das sieht alles so eklig matschig aus. Man muss dann so genau hingucken, so wo ist das Vieh und was ist Himmel und oh nee, das ist, warum nicht im Hellen? Warum können die nicht einfach knackig schön mit Kontrasten arbeiten? Das ist das Vieh, da sind die Häuser, da macht's das kaputt, so, dass ich alles klar und deutlich erkenne. Wo ist da die Schwierigkeit? Das verstehe ich halt nicht. Andere Filme kriegen es ja auch hin. Das verstehe ich auch nicht. Das Ding ist halt zum Beispiel, beim ersten fand ich, da war noch so eine gewisse Grundstimmung wenigstens drin gewesen, weißt du so? Ja. Das war nicht zu Overkill, nicht zu viel. Da sah einiges vielleicht auch nicht cool aus. Aber du konntest dem Ganzen das verzeihen, weil es nicht allzu Fülle war, weißt du so? Mhm. Bei dem hingegen, meine Freundin hat ja daneben gesessen, hat gelesen und hatte manchmal so hingeguckt, und meinte, dass es auch aussieht, als wenn es mit Absicht irgendwie so ein bisschen neblig gemacht wurde und sowas, damit du halt nicht direkt siehst, dass es CGI ist. Zum Beispiel. Ja, also, ja. Also das, für sie war das so, jetzt muss es so sein, das sieht alles so aus wie mit Absicht und so, weißt du so? Also was du sagst, da ist keine klare Struktur drin halt, ne? Und wenn ich, da gucke ich mir halt wirklich, also da muss ich nicht mal Pacific Rim für gucken, weißt du? Da gucke ich mir Transformers an, wenn ich was wirklich Geiles sehen will, da gucke ich mir Transformers an. Mhm. Also wirklich. Ja. Da kohlt mir wahrscheinlich die Hirn weg, ja. Das mag ja alles sein, aber das sieht halt optisch bombastisch aus. Und du siehst alles und da ist kein Rumgeeier und du siehst klar und deutlich, wer da kämpft, was kaputt geht halt, ne? Mhm. Das ist für mich Mutanten oder Monster oder irgendwas Großes kampftechnisch, was ich sehen will halt, ne? So wie sich es gehört. Ja, ja, also wirklich die Kämpfe, und das ist halt das Traurige eigentlich an so einem Film, wo es darum geht, dass mehrere Monster sich auf die Fresse hauen. Die Kämpfe waren halt einfach das Langweiligste an der ganzen Sache. Also, das Problem ist halt auch, du fieberst auch mit nichts mit, ne? Also mir ist Godzilla scheißegal. Ich kannte auch diese Motte hier, wer ist denn? Mothra, genau. Ich kannte die, weil ich damals als Kind schon mal Godzilla-Filme gesehen habe und ich kannte dieses Mothra-Vieh, aber... Ja, ja, ich kannte das ja auch so. Also. Ja, ja, ich fand, das Vieh war das Einzige, was zwischendurch mal richtig cool aussah, wo es dann so hell leuchtet und so, wo sie dann die Flügel so aufmacht, aber dafür war es halt viel zu wenig da. Das ist ja wirklich nur, einmal leuchtet, dann kommt es angeflogen und stirbt, so nach dem Motto, weißt du? Also, ja, so ja. Ungefähr war das ja. Also, es war nichts, ich habe nicht mitgefiebert, gar nichts, mit Godzilla geht mir völlig am Arsch vorbei. Und da muss ich leider Gottes auch nochmal den Vergleich zu King Kong ziehen. Ich finde, King Kong ist von Hause aus schon eine tragische Figur halt, mit der du mitleidest halt. Weil die ja gegen ihren Willen irgendwo hingezerrt wird und dann wird sie gezwungen, irgendwas zu machen und dann gejagt wird halt, ne? Godzilla ist selber schuld. Was will der da? Also, nee, weiß ich nicht. Godzilla ist halt so ein Vieh, was mir vollkommen am Arsch vorbeigeht und ich find's auch stinkend. Also, Godzilla, die Figur, finde ich halt langweilig. So, genau, ich kann mit der einfach nichts anfangen. Ja. Ja, ich finde persönlich, dass das Vieh so an sich optisch ganz gut aussieht, weißt du so? Jedenfalls in den zwei Teilen, so, da haben das gut designt, sag ich mal, aber du hast schon recht, also mir ging's halt auch völlig am Arsch vorbei, was mit die Godzilla passiert, was mit den anderen Monstern passiert, ob die Welt kaputt geht, war mir scheißegal. Geschweige denn, was überhaupt mit den ganzen Figuren ist, das ist sowieso völlig Wurst. Ja, also ja. Da hat einen an diesem Film nichts interessiert. Und wenn einen an diesem Film nichts interessiert, dann muss wenigstens die Schauwerte gut sein. Genau, ne? Ja. Ja, das waren sie aber auch nicht. Und deswegen ist es für mich persönlich wirklich kein Film, wo ich sage, der ist eben nicht so ganz gut oder ja, der ist okay. Nein, das ist für mich wirklich ein 1A teurer, überteuerter Rohrkrepierer. Weißt du? Ja, ja. So, ja. So ist es für mich. Weil er halt eben das, was er sich fett auf die Fahne schreibt, halt gar nicht hinkriegt. Ne? Also diese Monster-Action so. Und ich habe ja Pacific Rim nur schon gesehen und ich finde den mega geil. Jetzt wird das total scheiße. Aber der erste Pacific Rim kriegt halt hin. Diese riesen Dinger, die größer sind als
irgendwelche Hochhäuser und die prügeln sich mit irgendwelchen Booten, also irgendwelchen Tankern, knallen sich da vor den Latz und das sieht halt mega geil aus. So, es Naja. ist dumm wie Scheiße, aber es sieht halt cool aus. Und das habe ich eigentlich von so einem Godzilla-Film auch erwartet, aber ja, nicht gekriegt. Ja, das ist das, was ich meine. Also, du nimmst da als Beispiel Pacific Rim und ich wieder Transformers. Ne? Das Naja. ist, wie du sagst, das ist dumm wie Scheiße. Ja, also, hohler kann es nicht sein, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wenn ich einen Haufen lege, hat der auf jeden Fall mehr Grips als das, was da drin ist. Ja, aber trotzdem ist es halt so, dass es optisch völlig abholt halt. Und du immerhin, so dass du diesen Bonus hast, dass du sowas mit Kinderaugen gucken kannst, weißt du so? Ja, es ist halt pure Unterhaltung. Ja, genau. Und das, im Kino bin ich bei Transformers übelst abgegangen. Ich habe drei Teile oder so im Kino gesehen. Ich bin da voll abgegangen drauf. Bei Godzilla, ey, jeder Cent, den ich dafür ausgegeben hätte, wäre echt ein Dorn im Auge gewesen. Ja? Ja. Ich hab mir den sogar als 4K-Blu-ray in der Amazon-Wunschliste schon gepackt und habe ihn Gott sei Dank nicht geholt. Ja, Also. ja. Ich muss aber komischerweise dann doch sagen, dass ich so ein bisschen immer noch gespannt bin auf diesen Godzilla gegen King Kong Film halt, ne? Weil ich glaube, dass allein dadurch, dass King Kong in dem Film mitspielt, könnten dann die Kämpfe auch besser werden. Weil. Aber genau das ist das Problem. Schön, dass ich unterbreche, aber genau das ist das Problem. Jetzt, wo du es nämlich angesprochen hast, fällt mir es erst im Nachhinein so auf, dass ich nämlich finde, dass du es im Trailer auch siehst, dass Godzilla nicht cool kämpfen kann. So. Ja, ist auch Weil so. es sieht einfach aus, als wenn der eigentlich pausenlos eine Fresse kriegt von King Kong. Ja, ist So. auch so. Ja. Ja. Ich mochte auch Skull Island. Ich finde den gut, den Film. Der ist auch dumm wie Kacke, aber der ist halt cool. Der bringt auch diese Figur Kong geil und episch vor allem rüber. Da sind richtig geile Anlehnungen an. Wie heißt er denn? den Antikriegsfilm hier. Bin ich bescheuert? Mit den Hubschraubern. Apocalypse Genau, Now oder was? Apocalypse Now, genau, ja, mit den Ja. Hubschraubern, wo dann dieser Riesenaffe dann auf einmal vor diesen Hubschraubern im Sonnenaufgang steht. Das sieht halt einfach mega geil aus. Also der Regisseur wusste definitiv, wie er diesen Affen irgendwie in Szene setzen kann und vor allem, wie der Affe sich zur Wehr setzt. So, ne? Weil der halt auch gegen andere Viecher kämpfen muss, so. Und das sieht halt mega geil aus. Und du hattest ja, wo wir privat schon mal gesprochen haben, auch nochmal King Kong von Peter Jackson erwähnt. Da sind auch richtig geile Action-Szenen drin, wo King Kong gegen diese Dinos da kämpft halt. Sieht halt mega geil aus. Ja, auf jeden Fall, ja. Und der Film ist halt, hat halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel halt, ne? Ja. Und vor allen Dingen erzählt er auch eine relativ vernünftige Geschichte halt, ne? Und so weiter. Und das sind halt mal Sachen, die kann man gar nicht als Beispiel nehmen, weil die erwarte ich von so einem Film ja, wie gesagt, einfach nicht. Weil so, Ja. wenn du jetzt sagst, gut, Skull Island ist eine deutlich bessere Ausdauer, vielleicht irgendwann mal, aber gerade jetzt muss ich sagen, ist dieses Franchise irgendwie für mich tot. Ich weiß nicht, keine Ahnung, Ja ey. gut, ich meine, Irgendwie. nach dem Tritt vom Kopf Ja, würde ich auch nicht also. nochmal in den Ring steigen. Also, es ist halt echt ein Fiasko gewesen. Ich meine, für dich ist vielleicht gut, dass du Skull Island schon vorher gesehen hast. Deswegen wahrscheinlich vielleicht auch die Hoffnung, dass Kong vs. Godzilla da ganz nett wird. Ich habe Skull Island aber eben nicht vorher gesehen und musste mich halt nur mit diesen beiden Godzilla-Filmen auseinandersetzen und ja, Pustekuchen. Ja, schön ist anders auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ja, gut, dann haken wir mal die Riesenmonster ab. Wir Ja, haben ja. wer ihn sehen will, auf Netflix, ne? Genau, ja, der ist ja jetzt kostenlos drin. Der erste auch, glaube ich. Ne? Ja, wir haben den ersten auch da gesehen. Ja. Wir haben auch noch eine andere Serie geguckt und wir können ja mal ganz kurz einfach nur mal schnacken, so der erste Eindruck Ja. von WandaVision, in der es darum geht, dass Wanda und Vision. eigentlich in Sitcom-Manier durch die Folgen ziehen. So, also jede Folge hat ein anderes Jahrzehnt an Sitcom und das ist alles so ein bisschen locker, flockig und witzig und lustig. Und man merkt aber, da irgendwas stimmt da nicht so ganz. So, ne? Das ist eigentlich so das Konzept der Serie. Ja. Ich finde die cool und ich finde auch das Konzept cool. Mit diesem, auf der einen Seite ist alles so heile Welt und alles schicki und alles schön zwischen den beiden und alles toll und so. Dass man auf der anderen Seite merkt, okay, da irgendwas ist nicht so richtig und so. Und man merkt auch ganz schnell, woran das liegt. Oder man kann sich es halt denken, so, ne? Das ist schon cool. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem damit, wäre es übertrieben, so, ne? Ich muss aber ganz ehrlich sagen,
das ist für mich, also für mich fehlt da immer noch so die Dramatik halt. Also es gibt noch keinen Moment, wo ich mit irgendjemandem mitgefiebert habe. Also für mich ist da auch gar keine Gefahr irgendwie zu spüren, weil ich mir die ganze Zeit denke, ja, okay, dann ist halt diese ganze Stadt da drin. Who cares? So, ist doch scheißegal. So, es stirbt ja keiner. Also, es hat ja auch keiner. Also, für mich ist das noch nicht irgendwie bedrohlich, so, was da passiert halt, ne? Also, da ist irgendwie keine Gefahr irgendwie zu spüren für irgendjemanden. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Für mich fehlt da noch so ein Also, bisschen die Dramatik. für mich sieht es ein bisschen anders aus, und zwar gerade in der letzten Folge wurde ja nun klar gemacht, dass diese Stadt halt eigentlich wirklich existiert und Ja. dass die Schauspieler da drinnen halt von Wanda ja gefangen sind, sozusagen halt, ne? Ja. Also, dass sie unter Kontrolle gebracht werden von der. Und dann ist es ja doch schon was, sage ich mal, zu einer gewissen Bedrohung führt, wenn sie ja die ganze Stadt gefangen nimmt. Dann ist nämlich Wanda die Bedrohung halt, weißt du so? Ja, klar. Ja. Also, darum geht es ja, glaube ich. Es wird ja auch wahrscheinlich die Kernaussage sein, um die wieder sozusagen auf den rechten Weg zu bringen, weil also ich greife da irgendwie schon doch langsam so ein bisschen tiefer in die Materie und denke mir, dass da schon so durch ihren emotionalen Standpunkt, den sie hat, durch den Verlust und sowas, sie halt auch damit nicht zurechtkommt, ne? Ist ja klar. Und dadurch so ein bisschen so das Gespür für die Wirklichkeit halt verliert, ne? Deswegen ja dieser Schutzpanzer. Ja, die Folge, ja, Und klar. genau, und das wollen sie ja dann doch schon, denke ich mal, versuchen unter Kontrolle zu bringen, weil WandaVision ja eben auch so ein starkes Wesen ist, ne? Und wenn die wissen natürlich wahrscheinlich nicht, wie sie die Stadt wieder befreien sollen oder die ganzen gefangenen Mitbewohner da, ohne die jetzt so zu verärgern, dass die vielleicht einen Umschwung kriegt und sich sozusagen gewaltmäßig gegen die entscheidet, weißt du so? Gegen ihre damaligen Mitstreiter sozusagen, weißt du? Ja. So, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Und ich sag mal, da ist natürlich noch nicht viel zu spüren. Wir haben auch noch ein paar Folgen vor uns. Das kann ja immer noch zu einem gewissen Kniff kommen. Im Endeffekt ist es ja sowieso bloß so ein Lückenfüller bis zu dem nächsten Film. Ich muss sagen, ein paar Sachen sind mir natürlich auch ein bisschen fremd. Ich habe Captain Marvel ja nicht gesehen und habe dann im Nachhinein lesen müssen, dass da halt so ein paar Sachen mit verbunden sind. Mit Nur dem Film gerade die so. eine farbige Ja, Figur, genau. so, ja. Ja. Und also gut, viel habe ich jetzt auch nicht verpasst natürlich, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen belesen, wenn man ja doch mal alles irgendwie wissen will, weißt du? Ich sag mal, es ist natürlich nichts, wo ich sage, oh wow, Alter, überdramatisch, über Effekte voll oder sonst was. Aber ich finde schon, dass die Serie doch ein bisschen tiefer greift, als ich es erwartet hätte. Weißt du so? Also gerade mit dem Vergleich, was wir mal privat hatten mit Mandalorian, da finde ich halt, ist WandaVision halt eben nicht so flach wie Mandalorian. Weißt du so? Nee, ah, Also, nee, um Gottes Willen, das so, nicht. Nee, naja. nee, nee. Und dieses Konzept finde ich halt auch mega, mega, mega geil. Das habe ich sofort abgeholt. Und ich finde immer diese ganz kleinen Momente, die finde ich echt unangenehm sogar, muss ich sagen. Ja? Also, wenn jetzt zum Beispiel total witzig ist, dann kriegen die aber eine Frage gestellt, die jetzt gerade irgendwie nicht leicht zu beantworten ist. Weißt du so? So wie was denn, wo die sich kennengelernt haben und sowas. Und das Ja. weiß die halt nicht. Und dann wird es unangenehm still in diesem Raum. Und das finde ich drückend, so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? So, weil Naja. es dann diesen extremen Kontrast hat, weißt du so? Oder das mit den Kindern in der letzten Folge, wo die Ja, Kinder die ganze genau, Zeit zum schreien Beispiel. und so. Ja, Ja. nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber ja, ich weiß nicht, für mich ist da jetzt noch nicht ersichtlich, dass sie, wenn irgendwas komisch läuft, dass sie dann wesentlich die ganze Stadt umbringt oder so halt, ne? Also dafür ist Wanda mir dann irgendwie doch immer noch zu nett. Also vielleicht fühlt man auch zu viel mit der mit und denkt so, okay, die ist doch aber eigentlich eine Heldin und eigentlich will die ja nur ihren toten Mann wieder haben, also der eigentlich tot Ja. ist, so. Keine Ahnung. Was ich mich auch die ganze Zeit frage, warum in Gottes Namen, es wird ja gesagt, die ist 89 geboren, warum baut die sich eine Welt in den 50ern und 60ern zurecht? Also das habe ich auch nicht so richtig kapiert, vielleicht wird das nochmal erklärt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wie kommt die dazu, sich eine heile Welt in Sitcom-Manier zu basteln? So. Na, vielleicht weil die Sitcom-Manier in den 60ern, 70ern da eben immer diese heile Welt repräsentiert haben. Da gab es ja keine Skandale und so weiter in so ein Ding an, weißt du so? Oder irgendwas, was daneben lief. Da ist immer alles gut gegangen. Ja, Weißt du so? klar. Und ich finde, da ist ja zum Beispiel auch, war das da gewesen, wenn man mit dem Hund, der dann halt stirbt, weil der irgendwie Blätter ist, so?
Und sowas kommt ja in so einer Serie eigentlich nicht vor. So, weißt du so? Also, ja, das ist, das, da merkst du ja, dass Wanda das total unerwartet so trifft, weißt du so? Also, so, so einen kleinen, kleinen Dinger gibt es da schon, finde ich. So, weißt du, so, die immer wieder zeigen, okay, die stellt sich halt eigentlich das vor, wie da ist. In den 60ern, 70ern war so eine Sitcom, die du geguckt hast, die hat nie irgendwelche Sachen gehabt, die unlösbar waren, weißt du so? Und da ist auch kein Hund gestorben oder irgendwas, weißt du so? Und da passieren die Sachen dann doch und das schockt die ja dann jedes Mal. Und jedes Mal, wenn jemand da drinne ist, um irgendwie zu ihr zu kommen, dann wird die ja auf, beseitigt die den ja auch gleich, um gar nicht irgendwie in eine Schwule reinzukommen. Weißt du? Ja, ja, ja. Das merkst du ja bei der Schwarzen halt, ne? Mhm. Und bei dem Typen, der aus dem Gulli kommt, der so dann plötzlich so ein Imker ist, mhm. ja, du merkst ja sofort, der lässt die verschwinden halt, ne? Also für die gibt's es nicht. Also die will einfach bloß da bleiben. Und also alles, was von außen kommt, ist halt eine Bedrohung für sie. Irgendwie merkst du es ja in so Stellen dann irgendwie doch, weißt du so? Ja. Wie gesagt, das ist jetzt für mich, ich verstehe schon, was du meinst, das ist halt an sich nicht tief genug. So, und man hat jetzt auch nicht das Gefühl, da wird noch eine übelste Bombe platzen, weißt du, das glaube ich auch nicht. Ich finde aber, dass immer so ein paar kleine Sachen verstreut sind, so die schon auf so ein paar Sachen auch hinweisen. Weißt du so? Das ist das, was sie charakterlich ausmacht, weißt du so? Und was sie, glaube ich, denkt. Also du kannst dich irgendwie schon reinversetzen, finde ich, in ihre Figur so ein bisschen, weißt du? Naja, nee, das auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Ich bin halt nur gespannt, wie sie das ganze Ding auflösen, was mit Vision jetzt nur ist, ob er wirklich tot ist und sie sich das ja, nur einbildet oder. Ne? Also wie das irgendwie gedreht wird. Da kam ja jetzt am Ende der Folge noch eine andere Figur mit drin, irgendwie. Da wird ja jetzt gemunkelt, dass da jetzt so Multiversen-Style, also Marvel jetzt damit anfängt, mit Multiversen und so Kram, was ich um Gottes Willen überhaupt gar nicht will. So, da hab ich gar keinen Bock drauf. Nee, eigentlich nicht. Aber cool fand ich ja auf, trotzdem irgendwie. Ja, ja, ja. War nett. So, ja, also ja. Vielleicht wäre es auch bloß ein Gag oder so, aber ich fand. Damit haben sie, glaube ich, schon eine gute Überraschung geliefert, zumindest. So, weißt du, womit ihr das immer keiner gerechnet hatte. Weißt du so? Ging schon klar, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber allein durch dieses Ding wäre ja jetzt genau das möglich, was wir ja nicht wollten, dass halt tote Figuren halt einfach wieder auferstehen. So, ne? Ja, 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 ja. Also ja, könnte jetzt, klar, ja. Es hätte auch Tom Cruise als Iron Man vor der Tür stehen können. Pass mal auf, das ist bestimmt die Finalfolge, da guckst du ja mal blöde. Ja, genau. Das weil ich halt auch übelst krass fand, in der letzten Folge war es doch, ich fand die letzte Folge übrigens auch wirklich gut, so muss ich sagen. Also, ja, also ich bin natürlich auch nicht auf diesen übelsten Hype-Train. Ich bin aber halt ein Typ, der auch ehrlich sein muss, wenn er überrascht ist, ne? Also, da ich ja doch Marvel übersättigt bin, extrem, weißt du so, muss ich ja halt auch mal gestehen und mal zugeben, wenn ich was gut finde. Und das ist eben der Fall so. Und ich fand bei der letzten Folge auch krass, wo Vision hinter der Couch steht und plötzlich halt dieses tote Gesicht hat, ne? Ja. Das war auch schon so eine ekel, also so eine unangenehme Sache. Das fand so ich unangenehme cool, ja. Ja, das stimmt, ja. 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 Also, es ist schon cool. Und ich fand auch, was ich auch geil fand, ich fand bei der vierten Folge, fand ich geil, den Anfang, wo die alle im Krankenhaus wieder zurückkommen, so, ne? Mhm. So, diese Verbindung mit Infinity War, Endgame, ja. Ja, ja. Irgendwie so von den Bänen halt. fand ich auch mega cool, hat mir auch richtig gut gefallen. Also, zumindest kann man eins sagen, die Folgen haben sich schon irgendwie nach und nach aufgebaut, so, weißt du so? Und ja. Aufeinander aufgebaut, weißt du? Nee, also ich werde auf jeden Fall weiter gucken und bin auch gespannt, wie es weitergeht. So, das ist ja von der Sache her die Hauptsache. Ja. Es ist auf jeden Fall kein Rohrkrepierer, das ist eine gute Serie. Ich bin auch echt überrascht, dass Marvel sich sowas traut. So, weil, ja, ja, absolut. Ja. Scheinbar gibt es ja nur zwei Lager bei den ganzen Marvel-Leuten. Entweder die Serie ist total scheiße oder ist ein Meisterwerk. So, was dazwischen gibt es ja bei Marvel-Fans scheinbar nicht. Also zumindest lese ich entweder nur diese beiden Varianten. So. Ja. Und allein das Risiko einzugehen, dass Leute sagen so, was ist das für ein Müll? Hätte ich nicht gedacht, dass Marvel sowas macht. Ja, hatte ich auch nicht gedacht, weil ich ja schon von ausgehe, dass Falcon in The Winter Soldier wird schon so ein klassisches Marvel-Ding werden. Ja. Weißt du so? Da werde ich auch reingucken, um Gottes Willen. Wenn es da ist, ist es da. So, weißt du? Ja, ja. Dann werde ich auch reingucken. Aber ich glaube, im Endeffekt ist WandaVision halt das Ding, wo ich zumindest gesagt habe, oh, okay, cool. Ja, da bin ich gespannt, wie es weitergeht, wie du sagst. Ne? Mhm. Also da ist man halt so ein bisschen so auf Zack so, und freut sich vielleicht sogar so ein bisschen auf die nächste Folge. Ja. Ich finde nicht, dass es ein Meisterwerk ist. Ich finde nicht, dass es schlecht ist. Ich finde aber auch nicht, dass es mittelmäßig ist. Ich finde, es ist wirklich eine gute Serie. Also, das ist so eine richtig gute Serie. So. Ja, ja. Ja. Hast du noch irgendwelche News? Gar nichts. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, was willst du machen? Ne?
ja, keine Ahnung. Ich habe nur, keine Ahnung, lauter Altschauspieler sind gestorben in den letzten Zeiten, aber ja, ist ja auch nichts Neues mehr. Ja, ja, alle, was willst du machen? Ja, aber wer war das hier? Cloris Leachman, ich weiß nicht, ob du die kennst. Hm? Melke mittendrin, kennst du das? Ja, 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 ja. Da war das die Oma von Malcolm gewesen. Mhm. Und die hat auch später bei einer Serie eine der Hauptrollen gespielt, von Rising Hope. Das habe ich geguckt über 4 Staffeln. Das ist richtig cool gewesen. Und die war auch für ihr Alter übelst auf Zack. Und ich hatte damals schon geguckt und da war die schon uralt gewesen und dachte so, alter Schwede, ey, die sieht aber noch fit aus. Okay. Jetzt ist die mit 93 gestorben. Ich meine, mit 93 kann man dann auch ruhig mal machen. Denke mal. Ist ein akkurates Alter. Ja. Ne? Ja. Dann ist Dings gestorben. Wer ist gestorben? Na hier, wie heißt er denn? Christopher Plummer. Plummer, ja. Ist gestorben. Mhm. Genau. Auch mit. Wie alt ist der gewesen? Auch 92 oder was? Der war auch schon gut alt auf jeden Fall, ja. Naja, richtig krass. Also da jetzt sind halt so ein paar Schauspieler gestorben und die haben alle über die 90 erreicht. Wo ich auch ehrlich sagen muss, da bin ich dann auch nicht mehr, da kann ich nicht so ein Trauerempfinden haben, da finde ich, okay, die haben sich doch verdient irgendwie, weißt du so? Mhm. Weil irgendwann ist ja eben auch mal Schluss, weißt du so? Ja, ja. Ja. Nee. Man muss froh sein, dass man zur Zeit nicht ständig hört, Krebs, Schlaganfall, Herzanfall, weißt du so? Mhm. Gut. Aber ansonsten habe ich nichts. Ich auch nicht. Langweilig. Ja. Ein langweiliger Verein hier. Aber nun gut, kann man leider auch nicht ändern. Knapp 2 Stunden haben wir, glaube ich, trotzdem geschafft. Oder? Naja, nicht ganz. Ja. In erster Linie geht es ja um Filme schwafulieren und das haben wir ja mal gemacht. Das stimmt. Und ja. Da wir noch nicht so lange den Podcast hier überreizt haben heute, nochmal Werbung in eigener Sache. Checkt unseren YouTube-Kanal ab, Ungeschnitten. Dort gibt es wunderschöne Videos. Der Kollege Schulz hat angefangen mit 80er-Jahre-Horrorfilm-Playlists aus den 80ern. Und es gibt jetzt auch ein neues Wer ist-Video über Keanu Reeves. Also unbedingt da mal vorbei huschen und angucken. Sehr, sehr spannend. Ja, Judy, ja. Dann denke ich, sind wir durch. Dann sind wir durch. Alles klärchen. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und gehen stramm auf die 30 zu. Oh ja, stimmt. Welcher ist das jetzt denn? Nummer 28. Oh, Alter, das wird knapp. Wollen wir das Thema schon mal sagen oder wollen wir geheim halten? Von mir aus können wir es sagen. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal gesagt, oder? Haben wir schon mal gesagt? Weiß ich gar nicht. Wir können es ja dann gleich nochmal sagen. Doppelt hält besser. wir kümmern uns ja dann um unsere Kinderserien der Jugend halt. Ne? Ja. Also so 80er, 90er, was für uns ja so die krönende Zeit war, die Golden Age Era für Kindertrickfilme. Ja. Und da wird es halt einen Podcast geben und ich glaube, ich rieche Überlänge. Ja, das kann gut sein, ja. Ja. Und wir sind auch fleißig am Trickfilme gucken. So ist es. Ja, wir bereiten uns halt vor. Ja, genau. Wir recherchieren. Ja, ja. Gut. Ja. Dann hören wir uns in 2 Wochen. Bleibt gesund, tragt eine Maske und geht am besten nicht vor die Haustür. Genau, seid Gefangene. Genau. Ja. Ja. Gut, okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.